Ich habe jetzt gerade meinen Stream gestartet. Krieg ich noch einen Schluck. Ich würde mal kurz die Musik anschalten. Das heißt, du darfst jetzt erstmal nichts mehr sagen. Ist das okay? Okay, ich denke, das geht aber bei mir auch mit rüber. Die Musik oder das, was ich sage? Ach so. Was du sagst. Ja, aber dann haben wir es nicht auf dem Video. Also dann geht halt darum, dass die Leute jetzt... Ja, ich weiß auch nicht. Also... Ich sag dann ja, ich sag dann auch nichts mehr und erst wenn ich mit der Anmoderation anfange, dann spreche ich wieder. Okay? Okay. Und dann würde ich aber auch in Kürze starten. Wie viele Minuten laufen wir denn? Ja, läuft schon 5 Minuten. Dann schalte ich jetzt die Sound an und schalte mich als mein Bild rüber und mache die Anmoderation. Richtig? Richtig. Also, bis gleich. So, herzlich willkommen bei CT Zockt. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Zu einer neuen Runde 7 Days to Die Hunted mit rennenden Zombies auch tagsüber. Schön, dass schon so viele da sind. Hallo allerseits. Hallo Tom. Hallo Grirand. Hallo Walker. Hallo Red Ox. Hallo Retrofreak. Lupus, dass du da bist, weiß ich. Sag mal Hallo. Hi an alle. Genau, also wir legen auch gleich los. Rudi, ich würde sagen, wir verbinden schon mal mit dem Server oder wollen wir noch, wir wollen keine großen Worte machen heute, oder? Das können wir gleich machen. Ich würde nur wieder sagen, dass ich wie immer parallel streame und wer möchte, kann eben den Multistream machen. Oh ja, genau, den Multistream. Hallo Lost Blue Jazz, willkommen hier. Multi, ich tippe das mal in den Chat. Funktioniert. So. Ihr könnt, hier ist irgendwas faul. Bei mir lädt er eine neue Welt runter. Schmeiß es weg. Rudi? Wie schmeiß es weg? Ja, wenn was das faul ist. Das ist nicht gut. Ich hoffe, ich komme hier gleich, ich hoffe, ich komme hier gleich in den richtigen, auf den richtigen Server. Sonst musst du ihr allein. Wie geht's bei dir? Bist du schon auf dem Server? Waiting for Server. Downloading das World, ja. Oh shit. Rudi, was machen wir? Neues Spiel anfangen? Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir werden sehen. Jetzt müssen wir natürlich sehen. Die Zeit, bis er die Welt runtergeladen hat, überquatschen. Genau, das, wir sind bei 40%. Ich schalte euch mal hier zu, dann könnt ihr das verfolgen. Ja. Der Hintergrund ist, wir haben, nein, es ist nicht die A18, das Update hätte ich mitgekriegt, das hätte ich nämlich von Hand machen müssen. Wir haben die Hardware ein bisschen upgegradet, was eigentlich nichts ändern dürfte. Also der Server startet ja auch richtig. Ich gucke hier mal nochmal in die Kommandozeile. Aber er sagt eigentlich, alles gut. Sehr, sehr merkwürdig. Oh, wenn er sagt, alles ist gut, dann ist alles gut. Naja, ich hoffe, wenn er jetzt eine neue Welt runterlegt, habe ich keine Ahnung, wie die Einstellungen sind. Dann, also wenn wir jetzt hier... Ich dachte, was machen wir, wenn wir Vanilla haben? Dann müssten wir nochmal... Wir spielen jetzt einfach. Fertig. Wir spielen würde jetzt ich einfach, sagen. Okay. Egal, was kommt. Überraschung. Heute mit Überraschungsei, genau. Ach du liebe In der Zeit. Zeit könnten wir ja noch ein bisschen über was anderes reden, weil genau, heute ist eins unserer Lieblingsspiele offiziell gestartet mit der Version 1.0, also ist kein Early Access-Spiel mehr. Das, was haben wir schon ein paar Mal gespielt, hat super Spaß gemacht. Genau, und das Ding heißt We Need to Go Deeper und ist ich würde sagen, das Multiplayer-Spiel par excellence. Und wir werden die Version 1.0 natürlich auch live spielen. Wir haben uns vorgenommen, das nächsten Donnerstag zu machen. Das kann ich vielleicht vorab schon mal sagen. Genau. Es gibt auch einiges Neues.
Oh, Rudi, das ist eine komplett neue Welt. Das ist ein neues Spiel. Das gibt's doch gar Du bist nicht. schon drauf? Ich bin genau, ich bin genau da, wo ich hingehöre, und es ist Tag 13. Das sieht alles so aus. Wir sind in unserem zweiten Zuhause. Genau, Ja, Tag perfekt. 13, das heißt, wir haben noch knapp 2 Tage, um uns auf die zweite Horde vorzubereiten. Okay, ich komme. Ich habe einen Knüppel in der Hand. Yay, da Und ist das sieht er. auch danach aus. Gut. Ja. Hey, alles Sieht gut, alles okay yeah. aus. Puh, naja, gut. Außer, dass ich halb verhungert bin. Was ist denn hier los? Ich Oh, muss mal gute kurz ein Frage. bisschen auf meine Gesundheit achten. Hallo, National Funpost Ah, das Agency. geht. Relo, hallo. Relo, ja, das 2D-Spiel mit dem U-Boot, beziehungsweise es gibt mehrere U-Boote. Und Walker, danke. Solange wir sterben, ist alles gut, ich weiß. Genau, also wer das mitkriegen will, kann uns ein Follow dalassen, weil wir werden natürlich auch über Twitch streamen und mal gucken, vielleicht spielen wir sogar im Studio, das haben wir noch nicht entschieden. Aber nächsten Donnerstag 21, Quatsch. Ach so, ja, die Uhrzeit hängt natürlich noch davon ab, wo wir spielen. Genau. Überraschung. Ja, heute ist alles Überraschung. Ja, Rudi, wollen wir mal rausgehen? Ich bin jetzt so Ja, halbwegs gesund. ich bin relativ Ich voll. Ich bin schon habe. ausgestattet für die Horde scheinbar. Flexstone Blocks, Cobblestone Rocks. Ich glaube, das packe ich doch erstmal nochmal Naja, weg. wir müssen. Also, was ich vor allem brauche, ist, ich habe relativ wenig Munition und ich brauche mindestens noch Pfeile, wenn schon nichts anderes. Relativ Und wir haben, wenig glaube ich, noch nicht so Munition. richtig. Das trifft's wohl so ungefähr. Ja, wir haben noch nicht entschieden, wo genau. Wir wollten nebenan die Horde in Empfang nehmen, oder? Ach so, ich sehe Frau gerade. Ratz, vielen Dank für Ja. deinen Follow. Haben wir ja gerade, hat jemand abonniert, gefolgt. Na klasse. So, Ich sehe gerade, wir hatten noch ja, zum Jochi, weil es Schluss. konnte niemand davon ausgehen, dass das alles so funktioniert, wie es soll. Wir haben immer technische Probleme. Ist mein Mikro an? Irgendwas ist doch. Ja, wir brauchen zu essen. Sehe ich das richtig? Ich wollte nur So, noch wir mal haben noch erinnern, Fleisch. wir haben eine Forge. Das war, glaube ich, das Letzte, was wir zum Schluss noch gemacht haben. Die steht hier drüben. Sehr, sehr gut. Ich Das glaube, ist ich schon mal versuche mal was zu etwas. kochen, aber ich glaube, du bist der Koch, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, hier ist sehr viel Wasser Oh. drin, sehe ich gerade. Das muss ich Wasser. mal raussortieren. Ja, Kann ich also denn was kochen kann ich kochen? auf jeden Fall. Ach, richtig, Wasser hatte ich auch angesetzt. Genau. Ja, ich tue mal das Fleisch und die Eier da rein. Kannst du mal nochmal Breke den Eggs machen? Sortiere ich das Wasser hier rüber. So. Aiken and Bags, yeah. Genau. Du warst der Koch. So weit konnte ich mich noch erinnern. Mit Masterchef 1, yo. Hier wird gerade gefragt, Rudi, warum du keine Kamera beim Streamen hast. Ich glaube, er wollte seine Wohnung nicht umbauen. Einmal das und zweitens habe ich hier ein Problem. Ich habe einen sehr großen Monitor, vor dem ich sitze und wenn ich da eine Webcam unterbringe, dann seht ihr entweder meinen Bart oder meine Pläte. Also das wird auch nicht so spannend sein. Mirko sagt, du bist schüchtern. Und Das das auch, natürlich ja, auch, das das sind wir natürlich alle. auch. Aber wir springen da täglich über unseren Schatten. Naja, fast täglich. Rudi, wir haben echt noch fast gar nichts. Wir haben irgendwie Ich wenig zu weiß, essen. ich weiß. Doch, wir haben schöne Sessel hier. Keine Ah. Munition. Wo kriegen wir denn Munition auf die Schnelle her? Und vor allem, du hast Baumaterial. War dann da noch was übrig? Ja. Ich habe gerade noch eine Kiste gebaut. Da ist sie. Ich nehme auch mal ein bisschen Baumaterial mit. Den Beton lasse ich mal da. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wo packe ich den mal Dann würde hin? ich sagen, müssen wir mal sichten, was wir. Wir brauchen Essen, wir brauchen Munition, wir brauchen eine Werkbank. Haben wir schon eine Werkbank? Nee. Was ist da hinten? Ach, die Forge, genau. Sonst noch irgendwelche. Ich habe eine Gartenhoe. Eine halb kaputte Ja, Einser. das ist. Ja, dann machen wir ein Feld stattdessen. Für die Werkbank brauchen wir eine alte Wrench, die wir hergeben wollen. Mechanical Parts, Forged Iron und einen Clawhammer. Wie sieht es denn bei Ah, Wrenches aus bei uns? ich habe immer in Wir haben hier meiner. eine Ja. alte Wrench. Hast du eine schon in der Ja, Tasche? habe ich. Hallo, Oelks. Hi, Ulx. Das heißt, wir hätten eine Wrench und brauchen Forged Iron. Ach, Makai habe ich Wir auch noch brauchen gar nicht Iron. gegrüßt. Hi. Hallo Tom.
Okay, wir haben einen. Nee, wir haben auch keinen Amboss. Okay, wir brauchen Eisen. Und dann brauchen wir Munition und alles andere. Ich gehe mal raus. Ja, weil hier drin werden wir das Zeug nicht finden. Oh, gleich schwindelig. Sperre. Nee, noch nicht. Noch eine Sperre. Ach genau, hier geht's raus. Fällt mir gerade ein. So. Party. Oh, Schlafsack. Party. Ich habe einen Schlafsack. Hast du auch einen Schlafsack? Ah ja, Party. Party. Ich habe einen Schlafsack. So. Aber gut, dass du es erwähnst. Ich auch. Nee. Ja, so langsam geht mir das in Fleisch und Blut über. Ja, das zu merken. So. Ich denke, wenn wir Munition brauchen, gab es hier irgendwo ein Militärlager, das wir zerlegen können? Sowas zum Beispiel? Da findet man Munition. Ist das, also da, bei ist mir das da hinten? Ich habe gerade nicht. Ich habe einen super winzigen Teil nur. Das ist alles nicht ganz so. Aber ich bin schon froh, dass der Spielstand noch da ist. Stimmt. Wo bist du? Ja, ich habe gerade meine Map kontrolliert. Ich sehe zwar ein paar markierte Punkte, aber die Map fehlt da. Ja, ich auch. Es scheint wohl bei dem Umzug ein bisschen was kaputt gegangen zu sein, aber ja, wir haben hier Kartoffeln. Hey. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal kurz dieses Haus inspizieren, damit wir wissen, ob wir da wirklich die Horde spielen wollen oder ob wir das lieber irgendwo anders machen. Oder hat es... Nö, wir wollten das direkt gegenübernehmen, glaube ich, ne? Von unserem Haus. Genau, und mentale Note an mich selber, Liane, die Zombies rennen, vermutlich. Nicht einfach so drauf losrennen. Muss man gerade gucken. Und ich vermute mal, sehr schöne, dass knappe dieses... Pinks, das gefällt mir. Okay, hier sind auf jeden Fall Zombies. Ich hatte irgendwo schon mal angefangen. Ich weiß aber nicht, ob es das... Pass auf, neben, hinter dir. Oh, danke. Das war ja knapp. Und tschüss. Nee, da lebt noch. Das wollte ich gerade machen. Entschuldigung. Alles für den Stream. Ach, Liane sammelt einfach gerne Köpfe. Ja. Oh, das ist auch noch eine Feral. Naja, ich weiß nicht, wo der Unterschied jetzt noch ist. Ja, die hält einfach mehr aus im Zweifel. Und schlägt härter zu. Und geh nochmal hoch. Okay. So, guten Morgen. Jetzt kommen wir von allen beiden Seiten. Vorsicht, von hinten sind ganz viele. Oh ja. Da wird es ja gleich schon spannend. Ja, so. Wow, sind das viele. Wow. Das muss irgendwie noch... Ich weiß schon, womit wir den Tag verbringen. Rennen. Rennen und schießen. Run and Gun, das muss ich noch perken. Unbedingt. Run and Gun, ja, unbedingt. Du bleibst liegen und jetzt kommt noch der alte Mau hier. Das mit den Köpfen. Der hat keinen Kopf. Das ist echt mehr. Das Einzige, was mein Leben rettet. So. Und ich brauche dringend was zu essen und zu trinken. Oh, mein Stamina ist aus. Oh, ich hätte mir noch Wasser mitnehmen sollen. Ich habe welches dabei, ich kann dir was abgeben. Ja, ich habe noch, habe ich. Und ein Geier, von oben. Ich bin verletzt. Vorsicht, hinter dir. Auch die da. Leicht angefangen. Und geh nicht so weit hinter, da ist ein Militärcamp. Yay! Wir haben eins gefunden. Das wollte ich ja. So, aber erstmal will ich jetzt Ruhe haben, damit ich mich da in Ruhe reinschleichen kann. Und gerade noch mal gucken. Federn kann ich sogar auch noch brauchen. Mal schauen, was hier so... Hier mal gucken, was hier noch so drin ist. Ich schleiche mich mal ins Militärcamp rein. Soll ich, vielleicht komme ich gleich mal lieber mit. Ja, weil ich... würde nur gern wissen... Ich befürchte, dass ich die nicht mit einem Schuss platt kriege. Da liegt schon mal einer. Ich wollte aber nicht so rennen. Sonst...
Reicht das? Natürlich so, nicht. Wo sind die? Mensch, warum haben wir auch so schwer gespielt? Oder auch so schwer gestellt? Ich glaube, deine Worte waren, damit es nicht langweilig ist. Ist ja langweilig sonst oder so ähnlich. Pass auf, hier liegen so, zwei. Einer ist gerade wach geworden. Der geht spazieren. Mir ist viel zu warm, stelle ich gerade fest. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht rückwärts in den anderen laufe. Ey! Servertechnische Weitschläge hier. Muss ich gelegentlich immer mal umdrehen. Ja. Oh, viel zu warm hier. Ich wollte gerade sagen, du sagst du, Schwester. Ja, ja. Okay, ein Glück ist das nicht mein Spiel mit den kurzen Tagen, sonst wäre es jetzt schon nachmittags um 3. Das machen wir das nächste Mal. Genau, 10-Minuten-Tage und Warrior und Rende-Zombies. Das wird ein sehr unerfreuliches Spiel. Quatsch, Warrior, insane. Oh! Au! Ja, verdammt. Au! Au, au. Brauchst du Hilfe? Ich weiß noch nicht. Jetzt wachen sie alle auf. Oh nein! Und Geier bei dir. Da ging gerade einer im Sturzflug runter. Ich glaube, ich nehme lieber eine richtige Knarre. Den Geier habe ich, den gelben Futzel auch und da kommt schon der nächste. Und mir ist so heiß. Das den hast du aber gut erwischt jetzt. Den habe ich gut erwischt, ja. Ich muss mal also temperationell bin ich ganz gut drauf. Nur, dass ich überhaupt keine... Du hast eine gute Klamotte an wahrscheinlich, oder? Ja, Vater der Klamotte. Sehr, sehr gut. Ja, das ist hier... Mir ist übrigens auch heiß, aber in real life. Das ist bei mir tatsächlich, es ist ganz angenehm so im Moment. Ich hab, glaube ich, zu viel Rechner laufen. Jetzt haben wir noch... Ja, was soll er sonst machen? Da hinten ist noch einer. Soll er sagen, liebe Dame, halten Sie mal still, ich will Sie fressen? Oh nein, der rennt ja auch. Ah, Damage. Jetzt ja, natürlich rennen die. Die rennen alle. Ich dachte, das war der Sinn des Spiels. Ich, du weißt, ich vergaß. Du bleibst doch da jetzt bestimmt hängen. Ich will meine Pfeile wieder. Ah, der bleibt auch hängen. Zielen, laden, Feuer frei. Aber die Feuerzombies machen so tolle Geräusche. So. Oh. Okay. Dieser Herr ist etwas kopflos. Oh nein, hier sind auch ganz viele. Pass auf das große Zelt auf, Doggies. Da gehe ich ziemlich fest von aus. Oh ja, ich sehe mindestens einen Hund und zwei Soldaten. Dann rechne mal mit 4 Hunden und 4 Soldaten. Ich weiß, nein, nicht ganz so schlimm, aber... Warte mal, ich habe eine Idee. Oh, hier liegen noch. Ich will erstmal die gelben hier wegkriegen, soweit es geht. Guck mal von oben, ob ich irgendwie sehe, was hier so. Ah, da ist auch noch einer. Oben sitzt noch selber. Der andere. Guck dich mal an. Da, jetzt. Zielen. Zum Aufpassen, dass hier die Soldaten und die Hunde nicht aufwachen. Puh. Okay, den oben, falls es nur einer war, habe ich. Oben sonst hier und über mir direkt oder? In diesem Hochstandsitz-Dingens. Ja. Ja, das siehst du auch nicht alle. Wie machen wir das mit dem großen Zelt? Ich schleiche mich gerne über das. Da ist ja ein Zelt gegenüber. Erstmal müssen wir natürlich gucken, dass das leer ist. Und dann nehme ich einfach mal einen Knüppel und hau mal hier gegen. Da bin ich drin gewesen. Das brauchst du nicht kaputt machen. Doch, ich will das kaputt machen, weil ich von der anderen Seite rein will. Und von da aus. Mir erstmal den einen Hund ködern. Bist du oben auf dem Dach? Und du siehst. Genau, ich nehme auch den einen Hund ins Visier. 3, 2, 1, Feuer. Oh, shit. Und jetzt kommt der eine Soldat. Das war der Arm. Okay, sehr gut. Haben wir, aber der Hund ist noch drin. Der ist irgendwie hängen geblieben, glaube ich. Ja, ich sehe da irgendwas wackeln. Ah ja, der kämpft sich. Der kämpft, ja, jetzt. Mal gucken, ob ich ihn an der Pfote erwische.
Nee. Nicht mit dem Boden, Bogen und mit dem Blatt. Hoffentlich passiert es hinter mir. Oh, das hat, glaube ich, funktioniert. Ich glaube, jetzt bekämpft er irgendwas. Was Gelbes, was noch an der Wand stand. Wird man nochmal einen von den Soldaten anpieken? Ja, können wir wieder im Team machen. Sag Bescheid. Ach, Moment, er ist der Gelbe. Ja. Aber der Hund, der zappelt da immer noch rum. Ja. Ja. Nicht das Baumaterial wegkloppen. Das dauert nicht mehr, alles zu machen. Ich komme da nicht dran an den Burschen. Aua, nicht so schnell. Halt. Mist. Oh, sehr schön. Gleich wieder reparieren. Okay. Mich reparieren, meine ich. Da ist der Hund. Wo ist der Doggy? Da ist der Doggy. Ah, das kommt. Danke. Geh weg. Leder. Fett. Leder, das brauchen wir ja zudem. Wir brauchen alles, deswegen müssen wir das noch mitnehmen. So. Wir brauchen alles. Jetzt nehme ich mir mal den anderen Soldaten vor. Okay, den sollten wir doch zumindest ein bisschen angedatscht kriegen, bis er hier rauskommt. Oh, ich brauche so viel mit Pfeile. Ja, wem sagst du das? Ja. Da ist der zweite Hund. Okay. Und rennen und rennen und... Ah, scheiße. Und ich blute... Ja, ich weiß. Verbinde dich endlich, verflixt. Oh nein. Warte, ich laufe mal schnell in die Minen. Hi, Boy. Nein, Rudi, komm jetzt mal. Ich wusste doch... Okay, einen von den Gelbbemützten habe ich erlegt. Der andere rennt hier noch hinter mir her. Ich weiß nicht genau, was aus dem Hund geworden ist. Ich auch nicht. Aber das war mir jetzt im Augenblick auch egal. Ich meinte, den Hund habe ich platt gemacht. Oh. Ich habe noch mal zwei Mützen, Kasper. Wir werden echte Probleme mit... Ach, da ist auch noch einer. Wir brauchen irgendwas, was sie nicht eingerissen kriegen, sonst haben wir verloren. Ah. Dauert einfach zu lang. Der hängt irgendwie fest, aber ich... Wieso kann ich den nicht treffen? So, jetzt aber. Ich habe einen erwischt. Sehr gut. Ich auch. Und hier... Dankeschön, Level up. Geh mal weg hier. Das brauchen wir auch. Nein, die Bedroll wollte ich nicht. Power in jeder Hinsicht. Eine leere Dose, schön. Scrap. Warst du schon oben? Die Bedroll brauche ich nicht. Nee, da wo du jetzt bist, bin ich noch nicht gewesen. Hier, 10 Schnaps. Ja, toll. Wir bewerfen sie mit Schnaps. Genau, wir machen... Ja, oder wir geben uns dann bei der Horde die Kante, weil es so aussichtslos ist. Nein. Ich weiß nicht, was braucht man denn für Mollys? Lappen, eine Flasche und Benzin? Nee, Öl. Oh, Öl, Gascan, so. Close Fragment. Ich muss mal... Schade. Leute, ich bin so schlecht heute, darin in den Chat zu gucken, weil ich so, weil es hier so hektisch ist. Ich guck mal kurz, was war. Bitte nochmal den Link für den Multistream mache ich. Moment. Multi. Genau, das war einfach. Habe ich eigentlich was zu perken? Das Zeltdach ist sicher. Retro-Freak, du wieder. Das Übernachten auf dem Zeltdach ist total safe. Kann man machen. Den Multistream kann man später nicht mehr sehen. Das funktioniert nicht. Also das ist einfach nur parallel. Aber es gibt diesen Stream hier später. Also A, natürlich hier noch 2 Wochen. Und es gibt ihn später in unserem YouTube-Channel unter youtube.com/ctzockt, wo wir auch noch andere Videos veröffentlichen. Und Rudi veröffentlicht seine Streams, glaube ich, auch da. Also genau. Nicht im gleichen Channel, sondern in seinem. Da könnt ihr in seinem Channel einfach mal kurz gucken, wo der ist. Ich glaube, er hat ihn verlinkt, hoffe ich. Ich verlinke den jedes Mal und im Chat, wenn ihr da einfach in den Chat guckt. Oder sonst sucht ihr einfach nach Lupus743.
Filmieren tue ich interessanterweise unter Rudi. Hier unten im CT-Zock-Channel sind alle Gamer verlinkt, auch dein Channel, Rudi, da ist alles da. Ja, aber nicht der YouTube-Channel, glaube ich. Genau, den YouTube-Channel, den weiß natürlich keiner, den hast du bisher geheim gehalten, das müssen wir nochmal ändern. Ja, aber auf den habe ich ja immer verlinkt zu den Hunted-Videos, die du auf YouTube freigestellt hast. Habe ich immer Rudi-View drunter geschrieben. Ja, also uns wird hier empfohlen, wir sollen eine Festung aus Woodframes machen, das wäre total safe. Sind sie völlig von überzeugt. Die wollen uns sterben sehen, das alles. Ja, natürlich wollen sie uns sterben sehen. Ich glaube, Mirko hat sowas gesagt wie, solange ihr sterbt, ist alles okay. Dem war auch egal, ob unsere Map noch da ist. Okay. Mirko, du kämpfst für eine Mission Kuh. Gefunden. Namens Lone Wolf. Oh, ich schwitze schon wieder hier. Auch. Oh, was war das denn? Wenn du das nicht warst, nee, das bin ich jetzt einigermaßen beunruhigt. Nee. Hm? Wieso bist du beunruhigt? Jetzt nicht. War hier irgendwas Spannendes, was wir noch jetzt brauchen könnten? Nee, oder Papier. Super. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was ich so auf dem Kopf habe. Da ist ja hier noch, da liegt ja noch so ein Hund rum. Den können wir mitnehmen. Wir brauchen alles. Leder. Und wenn wir es nur verkaufen, ich sehe gerade, apropos verkaufen, der Trader steht hier auch noch auf unserer Liste. Das machen wir, glaube ich, nicht mehr vor der Horde. Nee, das wird zu knapp. Auch wenn wir keine super kurzen Tage haben. Nee, aber wir haben ja auch noch null Vorbereitungen getroffen, weil, also es lohnt sich tatsächlich, unsere alten Videos anzugucken, weil die letzte Bude, wir waren gut vorbereitet, wir hatten Spikes und eine verstärkte Bude und alles. Und dann kam eine Zombie-Horde, nicht die von Tag 7 wohlgemerkt, sondern die danach und hat uns das Haus unterm Hintern abgerissen und wir mussten umziehen. Das war die Tag 8 Screamer-Horde, genau. Die Tag 8 Screamer-Horde, genau. Da hat ein Screamer und noch ein Screamer gespawnt und dann war es vorbei. Rudi, alles gut bei dir? Ja. Ich weiß nicht. Ah ja, das war da hinten so ein Zombie. Ja, deswegen haben wir quasi jetzt relativ wenig Sachen und vor allem keine Ahnung, was wir mit der Festung so machen. Ich würde mal sagen, wir müssen doch nochmal, es ist schon Nachmittag, dann auf jeden Fall mal rüber gucken und schauen, was wir da noch tun müssen. Oder ob wir das überhaupt so abtrennen können. Oh, eine Schaufel. Retrofreak, wir haben die Screamer nicht ignoriert, wir sind an sie nicht rangekommen. Brauchst du eine Hunting Rifle? Ich hätte da noch eine über. Ich habe zumindest. Nee, ich habe eine. Nee, ich habe eine Shotgun. Ich lasse mal fahren. Ja, im Zweifel. Ah, wo bist du denn? Ah, hier. Hinter dir, da. Hast du schon? Dankeschön. Okay. Ja. Möchtest du dafür ein bisschen Rotting Flash oder Papier? Oder zwei Planfiber? Hä, was habe ich denn das dabei? Ich glaube weder noch. Also, Plastik so sammle ich und Mechanical Parts und Nägel habe ich auch. Ja, und ich schaufel schon so ein bisschen Baumaterial, weil ich glaube, wir werden es brauchen. Meine Vermutung. Dann brauche ich erstmal eine Schaufel, denn sowas habe ich auch noch nicht. Werkzeug. Ich vermute mal, wir werden mit dem Essen. Ja. Ja, ich vermute mal, wir werden mit dem Essen über die Horde kommen, aber dann wird's eng. Wäre so meine Einschätzung. Ja, danach gehen wir ganz gemütlich jagen. Ganz gemütlich jagen, so völlig ausgehungert. Nö, ich glaube, so viel zu essen haben wir. Das sollte kein Problem sein. Bloß die Schaufel da. Genau. Ich vermute, wir müssen da auch noch ein bisschen was weghacken, um da halbwegs safe zu sein in diesem Ding. Und dann brauchen wir Spikes. Ich habe schon so ein paar Stacheldrahtzäune gebaut. Immerhin 10 Stück, doch so viel. Stacheldrahtzäune sind gut. Retrofreak sagt, also ich bin mir sicher, dass Lupus sowas sagte wie, da ist ein Screamer, aber ich hole mir erstmal meinen Rucksack jetzt, als er in der Base respawnte. Ja, aber das war ja wichtiger. Also ich meine... Was fange ich ohne meinen Rucksack an? Ich könnte noch ein bisschen Stoff mitnehmen. Hat auch den Vorteil, dass wir nächstes Mal gleich sehen, wenn hier irgendwelche Zombies respawnt sind. Ah, apropos Stoff, ich sollte mir gleich nochmal wieder ein paar Bandages machen. Bandage. Mhm. Loot auch noch viel zu viel. Oh. Aber hey, wir sind nicht gleich gestorben, obwohl wir schon so fast,
fast außer Übung waren. Jeder Server läuft, ein Glück. So. Sag nichts, bevor so, der... So, ich mach jetzt noch dieses Zelt. Hm? Sag nichts, bevor der Stream nicht abgeschlossen ist. Ja, stimmt. Ich habe nichts gesagt. Ich würde ja jetzt auch gern gucken. Werkzeug und Munition her. Ich habe einen Ping von 8. Alter Schwede. Ja, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Also ich fand das jetzt auch deutlich flüssiger. Also ich habe jetzt zumindest auch nur einmal so einen Zombie so ein bisschen hüpfen sehen, aber nicht ganz so schlimm wie bisher. Okay. Ich glaube, ich habe das waren aber Mikrohüpfer weggeschaukelt. Ich bin hier noch wieder bei der Funkstation. Ja, ganz in der Nähe ist hier noch eine Funkstation. Da könnten wir eventuell... Ja, geh du mal looten, aber ich will jetzt unsere Festung mal angucken. Möglichst ohne vorher in die Mine zu treten. Damit ich mal weiß, was uns erwartet. Und ich glaube, dass da oben ja wahrscheinlich auch noch Zombies sind. Oder meinst du, die sind schon alle... Naja, also ich denke, wenn ich hier alleine reingehe, dann gehe ich nicht looten, dann gehe ich sterben. Dann lass uns doch erstmal hier kurz gucken. Ich komme dahin. Ich höre hier, glaube ich, einen Wolf. Ich höre zwei Wölfe. Ich muss hier erstmal wieder rauskommen. Verbind ganz schnell. Oh Gott. Drei Wölfe! Hast du die schon platt? Wo sind die denn? Ja, bei mir. Wo sonst? Immer bei mir. Ich schleiche. Okay, den einen sehe ich. Da kann ich drauf Also auf jeden Fall haben wir Fleisch. Oh, das war's. Tschüss und tot. Nein! Ja, was denn sonst? Ach du Schande. Zwei Wölfe gingen noch, aber ich habe ja nichts zu heilen. Ja, toll. Wie komme ich jetzt an den dritten ran? Ich glaube, der dritte kommt... Hol dir auf jeden Fall das Fleisch, das ist Wesen. Ja, es gibt dann noch diesen dritten Wolf. So. Unten... Zombie daneben. Aber die Wölfe sollten doch eigentlich den Zombie platt machen. So. Naja, erstmal den Zombie, sonst wird mir das ein bisschen zu viel hier oben. Hüpf, hüpf. Ich glaube, der Wolf hat jetzt die Treppe gefunden. So, da muss ich hin. Falsche Richtung. Mal gucken. Dann gehe ich vielleicht mal kurz raushüpfen. So, die toten Wölfe sehe ich noch. Und da ist mein Rucksack. Ich war ja in der direkten Umgebung. Na toll. Und dafür höre ich schon wieder Zombies. Ich habe noch nicht mal ein vernünftiges Messer. Das ist doch wohl zum Heulen. Ich habe auch nur so ein Bone-Chip, aber... Naja, besser als nichts. Aber zumindest das mit dem Essen ist jetzt... Du hast den dritten Wolf aber erledigt, oder? Ich habe den dritten Wolf gerade zerlegt. Oh Gott sei Dank. Da muss ich damit rechnen, dass hier noch drei sind. Nee, ich hatte mich noch wieder verbunden, aber habe ich eigentlich irgendwas anderes? Ja. Immerhin drei Painkillers, aber das hätte mir jetzt auch nicht mehr viel geholfen. Okay, ich glaube, ich will mal... Was ist denn da? Was hast du da fallen lassen? Was von dem Gerümpel abwerfen. Papier, okay. Ein Papier, glaube ich, oder ein Baumwolle und Gras. Achso, halt. Gar nicht so einfach hier reinzukommen. Aber langsam sein kann ich mir hier, glaube ich, erstmal nicht leisten. Oh, und ich brauche dringend Holz, sehe ich gerade. Mit 200 Holz komme ich nicht weit. Unser Zimmer finden. Ah, hier. So. Teil 1 des Fleisches schon mal abgeliefert. Ich habe noch nie Tag 13. Nimm dir Wasser mit, wenn du hier bist. Keine vernünftige Axt. Ich trinke erstmal Wasser. Was hier noch? Das. Und die Kiste für den Rest. Zwei Bandagen mache ich mir mal noch. Nimm dir mal die anderen Bacon in der Axt raus. Ich habe auch so viel, das passt. Und ich habe jetzt ja noch ein bisschen Wolfsfleisch. So, das habt ihr davon. Mich zu fressen. Wer mich frisst, den fresse ich zurück. Das hat sich tatsächlich gelohnt. Leder haben wir das woanders. Ja, haben wir. Oh, Leder haben wir ja reichlich.
Ja, drei Wölfe. Nö, vorher, so. Wir hatten vorher schon viel Leder. Achso. Dann flitze ich mal raus. Und, achso, das zumacht, sehr schön. Und würde gern mal gucken, ob in dem Gebäude gegenüber noch irgendwas ist. Und wir brauchen ja mindestens ein Stockwerk, was vom Boden abgetrennt ist. Also wo ja. keine Zombies einfach rauflaufen können. Fälle. Alles andere ist... Genau. Also hier ist keine Treppe und es kommt keiner hoch. Hier kann man bequem nach oben hüpfen. Das ist nicht gut. Hier ist die Treppe. Ja, das mit der Treppe ist natürlich ein Problem, aber... Ach, da oben hatten wir... Ich wüsste nicht... Oh, haben also wir können die zubauen, das ist das Einzige. Was ist hier noch? Diese Steine habe ich reichlich. Holz, ich brauche Holz. Ich brauche ganz dringend Holz. So. Das wird jetzt das Erste sein. Also bis jetzt habe ich keinen Zombie mehr gefunden. Aber hier ist noch so ein Raum. Und die Tür ist versperrt. Ich gucke erstmal, was hier noch so ist. Das ist noch im Boden. Halt. Hier geht's weiter. Das ist ein bisschen unübersichtlich hier, aber... Ah. Man kann hier zwar reingucken in den Raum, aber man kann nicht reingehen. Ich werde nur die Tür aufhauen. Also das Problem, was ich mit diesem Gebäude sehe, ist, dass wir Probleme haben werden, das komplett... Schlimmstenfalls müssen wir gucken, dass wir also die Treppen... vom Boden abzutrennen quasi. Also sonst hat es schon Potenzial auf jeden Fall. Und es hat vor allem viel Potenzial für Desaster, weil alle Nase lange Fußboden ein Loch ist. Was wir dann nachts nicht sehen, das ist bestimmt total super. Ah ja, das. Oh, ich habe einen Zombie gefunden. Ich hör's. Mein Instinkt ist wegzurennen, aber. Dann tu's doch. Naja, aber ich meine, es ist 19:30 Uhr und am nächsten Tag ist die Horde. Wann wollen wir dieses Haus dann clearen? Ja. Was ist es denn für einer? Oh no. Ich renne mit dem jetzt dann einfach so ein bisschen im Kreis. Gigerand, also das mit der Todesstrichliste, ja. Das finde ich äußerst unfair. Da habe ich ja gar keine Chance. Ja, das ist echt gemein. Die ist jetzt schon, außerdem, die wird ja geführt. Wollen wir mal gucken hier. Liane, ein Tod, Rudi, 9 Tode. Also, quod erat demonstrandum, wozu? Ja, aber vielleicht hast du dich einfach mehr rausgewagt, oder... Ja, du sagst hier, da sind ein paar Wölfe und dann ich. Ja, ich war halt zum Glück gerade drin. Okay. Ich habe den einen Zombie, den ich gefunden habe, tot gemacht, aber der ist so ganz safe. Also ein großer. Oh, das hast du denn da schon irgendwie. Oh, ich habe eine Stahlpickaxe. Wir haben, glaube ich, beide eine. Oder? Ich habe sogar eine Stahlpickaxe, aber das ist auch das Einzige. Jetzt wäre mir eine Feueraxt lieber. Siehst du, Nick sagt auch, wer wagt, verliert öfter halt mal. Ja, eher so eine vorsichtige Spielerin. Naja, manchmal. Wie so heißt. Ist es mir dann zu blöd? Oder ich so wie gestern sage, man kann die Zombies doch nicht einfach so stehen lassen. So, hier ist. Ja, du spielst ja nicht mit rennenden Zombies. Nee, aber ab 10 rennen die ja auch. So, noch ein Stockwerk. Was ist hier so? Hier ist aus. Hier ist niemand. Und hier ist auch niemand. Jetzt habe ich nur noch das Dach. Alles andere habe ich schon. Wo bist du eigentlich? Achso, du wolltest Holz. Ich laufe draußen rum, um Holz zu holen. Und, ja. Dann gehe ich jetzt mal noch kurz aufs Dach und guck mal, wie da so die Stimmung ist. Das ist doch das Haus, wo da du ist jetzt zum bist. Glück keiner nee, mehr. Natürlich nicht. Also das Dach. Mir ist irgendwie immer noch nicht genau klar, in welchem Haus du eigentlich jetzt bist da.
Ja, das, was wir für die, das, was wir gegenüber, was gegenüber ist, also was heißt gegenüber, so schräg gegenüber, wo wir unten reingegangen waren schon. Schräg gegenüber. Ja, die sehen alle gleich aus hier, die Häuser. Geh doch einfach dem Pfeil nach. Ja, mach ich ja. Ja, also das Dach ist am leichtesten abzutrennen, weil da geht nur eine Metalldingens hoch. Allerdings ist das auch sehr klein und etwas bröselig. Hier geht's nochmal rein. Wo ist denn dieser? Was ist, wenn wir hier unten dieses Ding, also dieses abtragen? Oh. Ja, aber dann gibt's immer noch die fette Treppe. Also. Die fette Treppe, die Mauern war einfach zu. Fertig. Vielleicht sogar noch an mehreren Stellen. So. Die wegzuhauen, die wird wahrscheinlich anstrengender. Aber wir haben ja Stahlspitzhacke. Ich habe nur eine Eisenspitzhacke. Ja, da kümmere ich mich da drum. Okay, ich glaube, Zombies sind jetzt echt alle draußen. Haben wir eigentlich schon. Oh ne, ich habe ja gar keine Headlamp sozusagen. Das ist ja. Nee, sowas habe ich ja auch nicht. Ich vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause bin. So, okay. Wir haben es ja nicht. Ja, viel mehr als da noch ein bisschen was weghacken können wir eh nicht. Also nicht heute. Nee, und ich würde sagen, ich habe auch schon Steine, Flagstones produziert. Und vor allen Dingen, was ich habe immerhin, ist eine 6er Nailgun. Das ist so ziemlich mein größter Schatz. Außer der 5er Hunting Rifle und der 5er Marksman. 5er Hunting Rifle? Wo habe ich hier überhaupt her? Oh. Ja, ich habe so das Gefühl, die Horde morgen könnte lustig werden. Naja. Also, weil dieses Gebäude ist so riesig, dass wir gar keinen Überblick haben, wo da überall Zombies raufflitzen. Und wahrscheinlich übersehen wir irgendwo so eine ganz banale Treppe und dann. Hier ist nur. Ich würde mal so allmählich rübergehen, oder? Ah, das Klo habe ich noch nicht geprüft. So. Stimmt. Du sparst ja mit den Toten. Name, zap, zarab. Das vergesse ich immer. Oh, zap, zarab, hi. Ja, ist ja vor allem gleich so dunkel. Da muss ich dann irgendwie. Dann sehe ich die Zombies noch nicht mal, die mir auf den Kopf kloppen. So. Kommst du auch? Ja, ich komme auch. Jetzt laufe ich wieder verkehrt rum, aber ist egal. Gleich. Hier brauche ich nichts zu looten, das ist grundsätzlich empty. Wir müssen vor allem ganz dringend ein bisschen was von dem, was wir an den Wölfen weggesammelt haben, in Fackeln investieren, sonst sieht niemand irgendwas. Ah ja, aber das haben wir auch eigentlich. Ups. Na. So, hier jetzt haben wir tatsächlich schon. Okay. Gut. Oh, es ist hier finster. Ich glaube, wir werden die ganze Nacht brauchen, um unsere Bude zu finden. Habe ich eine Fackel in der Tasche? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja langweilig. Ist das eigentlich auf dem Stream noch dunkler, als was wir sehen? Dann ich meine, es ist schwarz. Ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Also ein bisschen sehe ich, sonst würde ich einfach sagen, dass das kann man ein bisschen nachts hochdrehen. Ist dann auch wieder Cheaten, aber wir haben ja Zuschauer, ne? Ach nee. Wir haben ja zum Glück schon ein paar Fackeln aufgehängt. Und so, ich habe hier schon 20 Flagstone-Blocks und 303 ich mach auch gleich noch Cobblestone-Blocks. Concrete-Mix habe ich auch, aber. Oh, warte mal. Ich hatte auch noch mal ein bisschen Beton und Cobblestones geschaufelt. Ein bisschen Crushed Sand. Ach, wir schmelzen jetzt alles ein, was wir irgendwie haben. Wir haben sogar schon ein Tool and Die Set. Haben wir zwei, weil das noch nicht in der Forge ist? Wir haben überhaupt nur ein Tool and Die Set in der Forge.
Ich sag bloß, dass wir zwei haben. Ach. Nee, also hier in der Kiste ist nur eins. Hast du eins drin? Ja. In der Forge? Also das Spiel ist wieder well balanced. Okay. Das muss man wirklich sagen. Mm. Naja, immerhin. Tool den Dice Head. Ich meine, ist cool. So, Stühle brauchen wir nicht. Nägel kommen hier rein. Haben wir denn schon irgendwie so Waffenkistenform und so? Nee, wir haben du, eigentlich nur du die hast zwei. Doch, ah, hier oben ist noch was. Du hast doch schon ein Compound Bow, ne? Ja. Da oben in der Kiste sind noch Stahlpfeile. Dann würde ich sagen, dass du die nimmst. Dann hast du dann noch mehr Wumms. Ich okay. arbeite ja noch mit einem Wooden Bow und Steinpfeilen. Mhm. Da kann ich die nur ein bisschen anpieksen. So, da musst du sie erledigen. Ich mach mal 20, weil wir müssen ja relativ viel ausleuchten, glaube ich. Und dann muss ich den Krempel, den ich hier rein habe. Ich habe noch ein paar Iron Arrowheads gefunden. Hier sind noch 6 Torches, die packe ich auch gleich mal ein. Wie viele Iron Arrowheads haben wir denn? Ja, da bist du gerade drin. Es gibt so eine Handvoll. Ja, 33. Und 6 habe ich noch hier in der Tasche gerade. Also ich habe mir jetzt gerade noch mal kräftig Steinpfeile gemacht. Das sollte erstmal reichen. Das muss ich auch noch machen. Und die Shotgun Shells, die lasse ich mir für Notfälle. Und ich habe immerhin 7,62er, aber da habe ich halt eben auch gute Waffen für. Das ist so ziemlich meine einzige, die ich gleich gut gebrauchen kann, die Marksman Rifle. Okay. Dann packe ich die 6 Dinger mal noch hier rein. Ja, es sind jetzt insgesamt 39. Könnte man 39 Eisenpfeile machen. Fackeln? Wieso habe ich jetzt nur 10? Ich habe doch... Ah, die sind noch in Arbeit. Okay. Ach so, du machst schon Fackeln, weil dann... Ja, ich mach schon Fackeln. Ja, dann mache ich mir auch noch ein paar. Ich würde auch gerne noch mal ein bisschen überlegen, was haben wir denn noch, dass wir so ein bisschen vorankommen mit, was brauchen wir für eine Werkbank? Vielleicht können wir das irgendwie zwischendurch noch mal machen. Ich hatte vorher geguckt. Aber ich würde erst mal gucken, wer kann überhaupt eine Werkbank bauen? Ich noch nicht, aber wir brauchen ja eh auch... Ich kann ja momentan sowieso nichts, weil ich immer noch ein Near-Death-Trauma habe. Warte mal, das... Du willst hier Sand einschmelzen? Ja. Ich schmelze ein, was da ist. Okay. Advanced Engineering, dazu brauche ich sowieso... Da brauchen wir Level 5 für... Oh, den könnte ich eventuell jetzt sogar... Jetzt mache ich erstmal noch kein Forged Iron, sondern schmelze erstmal Eisen ein für... Rebar Frames wären auch nicht schlecht, weil wir Beton haben. War nein, wir brauchen erstmal einen Amboss. Erstmal brauchen wir einen Amboss. Und ohne Amboss können wir eh auch gar keine Rebar Frames machen. Dafür brauchen wir den Anvil, genau. Okay, ich brauche noch 3 Level dafür. Das heißt, erstmal müssen wir 1000 Eisen einschmelzen, damit wir den Anvil bauen können. Wenn ich noch 3 Level bekomme und... gesund bin, dann könnte ich eine Werkbank bauen. Noch 3 Level. Mhm. Es ist ruhig. Okay, Zeit mal auf. Ich habe 2. Was habe ich denn hier? Wie weit bist du bei Intellekt? Ich bin noch ziemlich dumm. Ja. Da brauche ich Level 10 und Intellekt 4 und ich habe erst 2. Ja, stimmt. 3 Punkte bis zur Forge. An den Chat, also ich gucke da gerade rein. Und, ja, es gibt Beschwerden, dass wir die Ideen nicht umsetzen. Ja, ich habe es gelesen. Und die Ideen kommen fast alle von Walker in eine Tiefgarage. Jo. Ja, Retrofreak hält sich da auch nicht zurück. Walker, wobei der sagt, aufs Walker, Dach sitzen, du hast aussitzen? Ganz andere Zombie-Erfahrungen, ich weiß. Ihr müsst einen größeren Font nehmen, auf jeden Fall. Wie deine Brücke? Welche Brücke? Ich habe so das Gefühl, ihr wollt, dass wir noch mehr sterben. Ich noch mehr sterbe? Jane, ich. Wieso hieß es hier gerade, dass mein Stream weg ist? Nee, ihr habt mich noch, oder? Ihr seht mich. Seht ihr mich? Hallo? Nein, dein Stream ist eigentlich da und
Meiner auch. Genau, der Vorschlag ist, dass du dich auf die Straße stellst und die Horde abwehrst und dann hast du deine drei Stufen auf jeden Fall gemacht. Aha. Ja, ich überlege jetzt ein bisschen, ob ich... Also, und ihr wundert euch, warum wir nicht mehr in den Chat gucken bei solchen Vorschlägen. Ja, wir wollen die Brücke zwischen den beiden Häusern bauen, irgendwann mal, eines Tages. Ich überlege, muss ich meine zwei Punkte aufsparen für Intellekt oder kann ich sie direkt einfach in Strength oder... Wo hast du überhaupt vier vielleicht Punkte? Vielleicht eher in Perception. Wo hast du so viele Punkte her? Ich habe nur zwei. Ich habe nur zwei. Aber ich könnte damit zwei Stufen Intellekt machen und dann fehlt mir noch einer für die Forge. Mein Gott, das ist blöd. Die Forge haben wir ja eigentlich schon. Die Forge haben wir. With a workbench you can craft. Ich vermute mal, dass es Level 3 ist dann, oder? Was wir brauchen. Hä? Wofür? Red Deutsch. Für die Werkbank. Die immer noch die Werkbank. Ich bin da noch gar nirgendwo anders. Ja. Einfach immer noch die Werkbank. Für die Werkbank brauchst Level 3 braucht man da, oder? Nein, Level 5. Also Intellekt Level 5 und ein Spieler Level 25 brauchst du. Und den wirst du wahrscheinlich schon haben. Ich kann ja. Aber welchen Skill brauche ich dafür? Was muss ich dafür perken? Ich brauche dafür ja nicht Intellekt, sondern ich brauche dafür Hammer and Forge wahrscheinlich, oder? Du brauchst Advanced Engineering. Ah, Advanced Engineering, ja. Level 25, Intellect 5. Nerdgirl spielt das Spiel noch nicht so lange. Ja, wir reden von völlig unterschiedlichen Dingen. Nein, ich hatte das Gleiche doch eben bei mir auch schon nachgeguckt. Ach so. Ja, bei Level 25, aber ich sehe ja deinen Stream nicht. an den Chat, ihr könnt das mal gerade ausblenden, das müssen wir erstmal ausdiskutieren. Das müssen wir ausdiskutieren, genau. Haben wir ein Bier? Ja, wir haben zwei Bier, Mensch. Ah, die sollten wir uns aber für nach der Horde aufheben. Okay, Nix Horti beschwert sich, dass das mit dem auf dem Dach sitzen wenig ansehnlich ist. Unser Problem ist, dass die Zombies ja sehr, ziemlich flott unterwegs sind. Und wir, dadurch, dass das bisher so anstrengend war, noch nicht so richtig flott unterwegs sind. Aber das hat mich jetzt überzeugt, meine zwei Punkte in Perception zu stecken, damit meine Pfeile ein bisschen Schaden machen. Und vielleicht, ich habe tatsächlich schon eins in Boom Headshot stecken. Ah ja. Und zwei in Skull Crusher, das ist auch gut. Ich nehme mal das hier. Ich kann ja schon mal wieder rübergehen und ein bisschen arbeiten. Ich finde es auch langweilig hier. Ja, ich muss noch schnell den einen Punkt vergeben. Verschwendung, den hier rumhängen zu lassen. Nur, das ist schon richtig. Mein letzter Punkt, der ging in Lucky Looter. Ja, ab Tag 15 dann. Okay, Cardio kann ich eh auch nichts reinstecken. Agility. Übrigens, für ein Rad brauchen wir nicht unbedingt eine Werkbank, ne? Ja. Wo ich das hier gerade sehe. Grirand meint ja, wir sollten Fahrräder bauen. Und da hat er auch nicht ganz Unrecht. Wir brauchen unbedingt Fahrräder, aber wir sind nicht schnell genug, um quasi der Horde davon zu radeln. Damit fällt es als Taktik auf jeden Fall flach. Das ist nicht ganz richtig. So. Ich denke, das wären wir. Du bist jetzt schon mal rübergelaufen, oder? Ja, ich gehe da schon mal wieder hin. Hat man den nicht markiert? Wie mache ich denn? Oh, die Spikes sind echt teuer. So. Guck mal, ich habe ja an der Wand, wo auch die Forge steht, noch eine Kiste gehängt. Da sind auf jeden Fall schon mal... oder habe ich die eingesteckt? Nee. Sechs Stacheldraht-Zäune. Die bringen auf jeden Fall mit, aber... Ja, aber wir haben ja noch den ganzen Tag... Wo ist er denn? Bist du schon drüben? Ich bin schon fast drüben. Ja, ich schleiche hier so ein bisschen. Wir brauchen die Werkbank eigentlich vor allem, um möglichst bald... das ist duster. Ich muss hier mal nochmal... Ich glaube, Werkbank brauchen wir so schnell nicht. Ich wüsste nicht, wozu. Da gibt es andere Sachen, die wichtig sind. Für ein Mining-Helmet. Ich will unbedingt ein Mining-Helmet. Der ist... Brauchen wir ganz dringend. Der ist komplex. Ja, ein Mining-Helmet wäre mir auch sehr lieb, gebe ich zu.
Ja, brauchen wir eigentlich nur eine Taschenlampe und ja. Nö, noch ein bisschen mehr. Warte mal, was war denn? Mining Helmet. Taschenlampe, Duct Tape. Duct Tape ist, da habe ich gerade mal zwei. Scrap Polymer ist nicht das Problem. Ich habe noch drei gefunden heute, also. Aber Klebe ist. Ich finde noch nicht mal den Weg raus. Und einen Fußballhelm habe ich immerhin gerade auch schon mal auf dem Kopf. Ich auch. Also brauchen wir nur zwei Taschenlampen. Haben wir die nicht schon? Das kann natürlich tatsächlich sein. Ich bin gerade am Gun Safe und ich habe ja eine Stahlpickaxe. Da werde ich einfach mal hier. Ah, endlich wird's heller. Dann sehe ich hier ein bisschen. Den Gun Safe knacken. Und da ich mittlerweile auch Lucky Looter Level 2 habe, habe ich ja vielleicht Glück. Also ideal wäre ja eigentlich, wenn wir unten die Treppe auch noch weghacken könnten. Oh, Jensor, ich sehe. Danke für den Follow. Jensor, genau, danke für den Follow. Super. Taschenlampen hatten wir ja, das hoffe ich auch. So, ich mache jetzt mal hier. Ich hänge einfach überall im Gebäude mal so Licht auf, damit ich A, was sehe und B, wir dann vielleicht auch die Zombies sehen, die hier reinrennen. So. Hier mal ja, wie lange habe ich denn diesen blöden Near-Death-Trauma noch? Fünf Minuten, oh Mann. So, jetzt wird spannend. 15 Stahlpfeile, eine Viererpistole. Die Shotgun-Shells nehme ich mir auf jeden Fall. Und Stahl 9mm 25. Habe ich überhaupt schon eine Pistole? Nee. Ich weiß nicht, ob ich die Treppe weghacken kann. Das scheint mir. Da kann ich ja Chat lesen in der Zwischenzeit ohne Ende. Nicht unbedingt. Also ich könnte vielleicht ein oder zwei Blöcke weghacken. Ist hier doch alles frei, ne? Hier oben sind böse Löcher, aber andererseits durch Löcher lässt sich auch gut schießen. Aber da könnten wir zumindest so Holzgitter hinmachen. Dann können wir durchschießen und fallen da nicht durch, weil wir sehen da einfach nachts, glaube ich, zu wenig. So jetzt mal. Ja, ich habe mir auch noch 8 Fackeln gemacht. Und Netzwerk Philipp, hallo. Ja, bald die Horde. Deswegen klopfe ich hier auch mal einen ganzen Block weg. Rudi, ich brauche deine Hilfe mit der. Du hast doch hier die Stahlpickaxe. Dingens-Pickaxe. Ja, ich komme da gleich runter. Ich habe mir nur gerade mal überhaupt das Dach angeguckt. Oh, hier ist noch eine Ungelut. Wir könnten da auf jeden Fall die Treppe weghacken und das so als Rückzugsdinge nehmen, falls es hier unten irgendwie schief geht. Die Leiter meinst du, ja. Dann kloppen. Ja. Genau. So, mal gucken, wie wir hochkommen, aber Woodframes. Woodframes, ja. Die ewige Antwort. Zumindest die ersten beiden. Ich fürchte, ich muss doch mal Forged Iron machen, weil meine Pickaxe macht es nicht mehr. Die ist schon auf der Hälfte. Also bei Bedarf habe ich noch Forged Iron auf der Tasche. So, ich würde aber mehr. Nein, lass es doch. Lass das weghacken. Ich würde mir so viel Mühe gar nicht machen. Weißt du, was wir machen? Guck mal. Das hier. Ja, ich weiß, das hier machen zubauen, wir. Aber und dann werden das verstärkt. Ja, aber wenn sie den wegkloppen, dann. Wenn wir das hier verstärken. Ich glaube das nicht, dass. Das ist ein Block, den sie wegkloppen müssen. Den kann ich. Wir könnten aber hier. Jane, den kann ich weiter verstärken. Also ich kann den bis zu Beton hoch aufwerten. Das ist trotzdem nur ein Block und wir haben eine ganze Horde, aber wir könnten tatsächlich mehr da hinsetzen. So ist ein Block schon mal weg. Genau. Sieh zu, wie du hier hochkommst. Oh, scheiße. Stimmt ja, den kann ich nicht wieder aufheben. Das war Trick 17 mit Selbstüberlistung. Ist egal. Gut. So, wo ist denn meine fantastische Nailgun? Dir schon mal eine Handvoll Spikes da vorstellen. Das kannst du jetzt ohne Probleme machen. Das macht dir ja nichts da drin, oder? Okay. Was hältst du denn davon? Beton? Ja, da. Sehr gut. Du kannst dahinter gleich noch mal eine Reihe zumachen. Dann, glaube ich, ist es safe. Ja, klar. Und noch eine Reihe und noch eine Reihe. Naja, und dann werde ich, glaube ich, noch mal einmal hier durchs Gebäude gehen und gucken,
Hier könnte man noch ein bisschen wegmachen und dann müsste es eigentlich passen. Oh, Zombies! Oh, im Nachbargebäude, die sind aufgewachsen, weil wir so viel Krach gemacht haben. Ach, scheiße, die rennen hier. Und ich blute schon wieder, das gibt's doch nicht. Ich muss dreimal aufs Knöpfchen drücken, bis er sich verbindet. Da. Ich sie will nicht von mir geschlagen werden. Ja. Ich habe mich verbunden und dafür habe ich jetzt einen Punkt gekriegt. Sehr schön. Ja, sehr schön. Mit mir Death Trauma, das hat sich doch hoffentlich nicht verlängert oder so. Ach, ich traue dem Spiel mittlerweile alles vor. Schon. Eine Minute noch, wow. Sehr gut. Ah, die lieben Nachbarn, wie immer, genau. Hallo, liebe so. Nachbarn. Ja, hier ist allerdings so ein Hops nach oben. Das ist ja irgendwie doof. Wo kam der denn her? Was kann man denn da machen? Ich habe doch gerade irgendwas Zombie-mäßiges gehört. Guck, guck. Mach auch mal ein paar Flagstone-Blöcke. Ich habe noch 16 auf der Tasche. Ah, und Wood Bars wollte ich machen. Pass mal auf, ich gebe dir mal gerade die Flexdown-Blöcke. Mist. Hinter dir, so. Hinter dir. Okay. Danke. So, dann hau ich hier erstmal den Rest weg. So. So, da muss ich mal gerade meine Stahlpickaxe reparieren. Das sollte eigentlich reichen. Gott sei Dank war hier unten im in diesem Gebäude ein Wagenheber. Aus mir unerfindlichen Gründen, aber der kam ja sehr, sehr gerecht. Gerade recht kam er mir. Weil wenn man den halt mit der Wrench auseinander nimmt, dann kriegst du ja Forge Steel. Und so, und so bin ich halt in der Lage... Den hab ich gesehen, ja. So bin ich halt in der Lage, wenigstens meine Stahlpickaxe auch zu reparieren. Das ist der Vorteil. Ja. Ja, die rennen immer zu mir. Ich weiß auch nicht. Also, stimmt. Die rennen zu dir. Ich stehe hier draußen mit den Zombies. Naja, also die rennen vor allem vor dir immer weg. Zu dir. Ja, das Nachbargebäude hat noch ein bisschen was zu bieten. An Zombies meinst du? Ja, meine ich. Ja. Das sollte man hier noch zumachen. Das sollte man auch. Ich habe das nicht, wollte Pfeile machen. So. Das könnten die kaputt hauen hier. Ich weiß nicht, ob hier was einbricht. Achso, jetzt muss ich noch mal ein bisschen hochhüpfen hier, weil es gibt jetzt zumindest keinen offiziellen Weg mehr nach oben, richtig? Nö, der ist zugemauert. So. Bin nämlich ganz groß da, hier mal eben durch diese Löcher zu fallen. Hier ist keins mehr. Also halt. Ich mache hier einfach jetzt erstmal alles dicht. Hier ist auch... und prompt wäre ich fast in eins reingefallen. Hier muss ja keiner mehr lang. Hier hey, ist mit den Woodbars ist schon eine gute Idee, glaube ich. So. Hier sind keine. Ups, hier geht's runter. Und hier ist es auf dem Dach. Ach so, wir müssen die Leiter noch wegkloppen. Okay, das kannst du ja machen. Hier kommen die eh rein, das lasse ich einfach mal in Ruhe. Das Klo so, lassen wir ihn mal auf, falls sie müssen.
hin. Hier geht's runter. Aber die Säulen, die machen mir so ein bisschen Sorgen hier. Ach so, genau. Hier mal noch eine hin. Uch. Okay, das ist auch so eine Stelle. Da muss ich auch was dran machen. Ja, toll. Das war ja wohl ein Schuss im Ofen. Schon wieder Besuch? Ja, ja. Ah, wir haben noch massenhaft Zeit, Bäume zu hacken, Zombies Platz zu machen, die Nachbarn zu beruhigen oder wegzupusten. Die hatte wenigstens einen Lützeck hier fallen lassen. Oh, toll. Mit einer Dose Futter. Die fangen viel zu früh an, den Laden zu demolieren. Das finde ich unfair. Aber das ist ja meistens das so. Das ist irgendwie eine Art... So. Du fallst schon um. Ja, jetzt bleibt ihm nichts anderes übrig, weil er keinen Kopf mehr hat. Apropos. Winsbury, vielen Dank für dein Follow. Okay, die Leiter geht zackig. Da mache ich zwei weg, oder? Zwei Blöcke sollte ja eigentlich reichen. Oder soll ich den dritten auch noch weghacken? Den was? Die, ach, von der Leiter? Die Leiter mache ich zwei. Ja, ach, ich mache den dritten auch noch weg. Was soll's. Sicher ist sicher. Wäre ja ärgerlich. Aber ich glaube, so. Mich würde fast wundern, wenn die so hochkommen. Naja, sie stapeln ja manchmal gerne. Das ist dann immer so ein bisschen... Stapeln ist eher ungünstig. Ich mache mal noch mal welche von diesen großartigen... Da steckt noch mal was im Boom-Headshot. Gut Bars. So, den muss ich jetzt nochmal weghauen hier. Da sind sie. Der so überraschungsmäßig irgendwo eine Lücke lassen, so einen Block, und wer ihn findet, darf ihn behalten. Und, sich dann darüber freuen, und ich bin sicher, ich finde ihn ganz allein. Mist. Ist gehängt. Ich würde ja gerne noch ein bisschen Zement schaufeln. Drüben in der Kiste, hast du das alles mitgenommen, was da an... Ich weiß nicht, da müsste ich vielleicht noch gleich gucken. Das... Ja, aber ich hatte keinen Beton mitgenommen. Ja, ich habe ein bisschen noch, aber hier sind so ein paar Säulen. Das sind die einzigen, die mir so ein bisschen Sorgen machen. Denn die könnten dieses Gebäude ziemlich stabilisieren. Mhm. Du weißt das ja mit der Stabilität, die ist irgendwie immer auf das Vertikale. Hm, so, das hier okay. Ist eigentlich auch so eine schöne Treppe nach oben, jetzt wo ich es gerade sehe. Die wir übersehen haben und die nicht so gut ist für uns. Ja, das ist einfach die Wand ist tatsächlich an der Stelle so, dass man prima Block für Block nach oben hüpfen kann. Ich setze da mal ein paar Blöcke hin. Zum Beispiel. Nee, ich gucke hier erstmal von unten. Auf dem Dach müssen wir übrigens noch ein bisschen auf Geier aufpassen. Also, falls wir genug Holz haben, und das haben wir nicht, vor allem ich nicht. Ich habe noch einen ganzen Schwung Holz. Ja, ich kann stundenlang Holz hacken und ich kriege kaum Holz, weil ich immer noch hier mit einer Steinaxt rumacke. Die ich übrigens mal reparieren sollte. Dann wollen wir, was ist, wenn wir genug Holz haben? Was sollen wir dann machen? Ach, ja, zumindest einen kleinen Unterstand bauen. Mhm. Okay, ja, dann muss ich aber auf jeden Fall erstmal noch Holz zocken. So. Schön umfallen. Der fällt in der Luft. Interessant. So. Ich
Ja, da müssen wir natürlich dann sehr genau gucken, wo hier überall so Woodbars sind und wo nicht. Ja, da habe ich jetzt natürlich. Vielleicht mache ich nur noch 10. Ach, jetzt wäre ich gerade so richtig in Baustimmung gekommen. Sieht mir das Holz aus. Sehr ja, ehrlich. So much for that. Mhm. So, also. Lonny, hallo. Von der Seite. Liegt Rudi noch in Führung? Inwiefern? Ja, auf jeden Fall. In Führung? Das ist gar nicht mehr aufholbar. Jedenfalls nicht von Liane, also da. Wart's mal ab. Ich habe meinen Count schon wieder heute um 1 erhöht. Wolfsrudel. Ja, da kann ich leider nicht mithalten. Aber das ist auch echt so totales Pech. Also. So, hier geht's runter. Hier geht's nicht nach oben. Das ist auch gut. Und wo war diese. Diese Wand, die ich gerade versucht habe. Jetzt könnt ihr lieber bei Liane zugucken. Bei mir ist es stinkend langweilig, stundenlang auf dem Baum rumzuhacken. Das ist. Ja, bei mir ist es auch gerade nicht so spannend. Ja, ich bin wenigstens draußen. Ich könnte jederzeit von hinten. Nee. Von einem Wolfsrudel angefallen werden. Ja, ich habe zurzeit so viel Bock auf Bauen. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwas hat mich. Ja, du spiel doch mal Minecraft. Ja, ich weiß auch nicht. Also, so ein bisschen reizen würde es mich ja schon, aber so richtig angefixt hat es mich irgendwie nicht. Ja, du hast ja auch noch gar nichts gesehen. Nee, tatsächlich. Ich habe das ja auch nicht lange gespielt. Also. So. Die Seite noch zu. Oh, da obwohl das geht, gilt natürlich für Seven Days to Die auch mittlerweile. Also da steckt ja auch. Dass ich da noch nichts gesehen habe. Nein, du, bei dir brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen. Ja, doch. Wendler, hast du recht. Du spielst ja immer ich nur noch die ersten nicht mal 14 Tage. So viel gesehen wie du. Du spielst ja immer nur die ersten 14 Tage und hörst dann auf und fängst ein neues Spiel an. Das stimmt gar nicht. Wo sind wir in unserem anderen Multiplayer auch schon sehr, sehr weit? Ja, Multiplayer. Ja. Du hast das sonst. Ich habe überhaupt keinen. Doch, warte mal. Ich bin in meinem Mittwochs-Live-Singleplayer im Moment. Genau, da kommt nächsten Mittwoch die K70-Horde. Ja. Geht ja auch relativ schnell mit. Ultra, wollte ich gerade sagen. Ultra kurze Tage. So, ja. Ich muss erstmal schnell was nachpflanzen, das, bevor ich das vergesse. So, was ist hier? Könnte man auch noch so. Ah, da ist so ein Vorsprung. 680 so, Holz. Dann noch mal eins tiefer. Wieso ist hier so ein. Ah, hier ist der. Ja, ich brauche unendlich viele von diesen. Jetzt habe ich nur noch 63 Holz. Okay, das reicht nicht. Ich muss dringend mal raushopsen. Ja, ich bin schon die ganze Zeit dabei, hier Holz zu ernten. Ja, der Baum hier muss eh weg, der steht, der versperrt die Sicht. Ja, so eine Fire Axe wäre eine coole Sache. Können wir das eigentlich schon? Punkt 7, hallo. Natürlich nicht. Also Punkt 7 sagt, das Game geht bis Level 300 und Game Stage 900. Ja. Way to go, würde ich sagen. Aber wir wollen erstmal sehen, ob die Funpimps uns davon abhalten, ein neues Spiel anzufangen. So. Nicht, wenn sie die A18 erst auf die neue Unity Engine umstellen müssen. Dann würde es mich überraschen, wenn es überhaupt dieses Jahr erst noch kommt. Ja, wobei eine Version schaffen sie eigentlich jedes Jahr. Das wäre natürlich auch gut. Nicht, wenn eine neue Unity Engine kommt. Nee, das hat letztes Mal, glaube ich, lange gedauert. Das hat sie, ja, und das vorletztes Mal auch. Ja, stimmt. Stimmt. So. Ich hoffe da ja immer, dass sie das erst für die A19 dann machen. Ja, das wäre cool. Game Stage. Nein, wir haben noch nicht 150. Ich zeige euch das mal. Wir haben hier gerade mal so 60 rum. Also. Yay, Level 26. Vielen Dank. Ach nee, das war durch Holzhacken.
Oh Mann. Level 23. Auch noch sehr viel mehr Punkte. Oh. Was brauchen wir denn jetzt? Was müssen wir da an der Festung noch machen? Spikes noch aufstellen, würde ich sagen, oder? Dann können wir noch so ein bisschen Simse bauen, damit wir runterschießen können. Und ich muss endlich Pfeile machen. Ich habe nur noch 36. Das habe ich vorhin eben schon gemacht. Ja, aber das war eine gute Idee. Guck mal oben in den... Ach nee, die habe ich noch auf Tasche. Ich habe noch 15 Stahlpfeile für dich. Ja, die nehme ich dann gerne mit. Beziehungsweise oben in dem in unserer Wohnung. Ich zögere zu sagen, Wohnung. Ich muss eh noch mal hoch was essen und so. Und ja, ich muss erstmal was abladen hier. Oh, ich kämpfe mich hier durch. Zum Glück ist es gerade relativ ruhig. Der Unterschied zwischen einer Festung und einer Ruine. Ich komme nicht drauf. Ja, ich auch nicht. Es gibt keinen. Ich glaube, die kleine Treppe unten ist der Unterschied, dass wir die ein bisschen zugemacht haben. Ich höre einen Zombie. Ich sehe ihn auch. Da kommt Zombie. Hol ihn dir. Ein Kampf. Genau, eine Festungsruine ist das. Oh, ich muss schon wieder essen und trinken. Und die Steine, Steine sag ich schon, die Steinpfeile gleich her damit. Und ich komme ja immer wieder durcheinander. Ich laufe an unserer Ruine vorbei, weil die Ruine aussieht wie alle anderen Ruinen. Ja, da stehen zu viele gleiche Dinger. Das Problem haben wir ist ja eh immer wieder. Boah, ist das furchtbar. Ich habe 188 Holz und habe hier jetzt ein paar Bäume. Ja, das ich weiß jetzt plötzlich, was du meinst. Ich weiß, was... Ich muss sofort hier... Habe ich noch irgendeinen Punkt übrig? Ja, ich habe noch einen. Stecke ich sofort in... Ja, nehme ich Strength insgesamt oder nehme ich Miner 69er oder nehme ich... Ja, Miner 69er habe Mother ich Load. Noch Mother Load. Gar nichts. Motherload ist da, habe ich auch schon einen reingesteckt. Meiner 69er ist ja nur, wie schnell du Blockschaden machst. So, da ist Barbed Wire, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das eine gesammelte Ei packen wir hier rein. Lamp Rations. Ich habe sonst nichts. Ja, den Baum haben wir schon mal angefangen. Den mache ich mal fertig. Ja, oder? Heute ist wahrscheinlich die Mietkaution wieder futsch. Ja, ich bin gespannt. Oder die Zombies haben den angefangen. Das kann auch sein. Flashlights haben wir auf jeden Fall genug. Nur für deinen Plan. Was brauchen wir denn noch, um so ein Mining-Helm zu machen? Das wäre natürlich cool, den vor der Horde noch. Ach so, eine Werkbank. Die Fähigkeit. Ja. Ja. Ich bringe dir mal die Stahlpfeile auf jeden Fall schon rüber in die Festung. Ja. Was können wir sonst noch gebrauchen? Wo sollen wir denn überall noch spiken? Was meinst du? Das Problem ist, du weißt, ich würde um die Säulen spiken auf alle Fälle. Das auf jeden Fall. Ja, das ist eine gute Idee. Sollen wir die mal reparieren noch? Wir haben ein bisschen Beton. Hier, hast du eine Pistole? Nee. Ja, doch. Ich habe eine Pistole. Anbei. Okay, dann brauche ich die Pistole ja nicht mitzunehmen. Beziehungsweise, falls die... Ja, die ist schon leer. Ja, ich habe schon den Eindruck, dass mehr Holz rausfällt, ehrlich gesagt. So. Aber ich hätte ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Eureshkigal, hallo, guten Abend. Oh, wir haben eine Landmine. Die können wir zumindest setzen. Ich weiß ja nicht. Die finde doch auch nur ich wieder. Du weißt doch, wie das läuft mit den Landminen. Ich könnte sie ja umspiken. Kein Händchen für. Ich könnte sie ja umspiken. Was hältst du denn davon? Das ist eine gute Idee. Dann kann ich mich erst verletzen, dann die Mine zur Explosion bringen. Da bin ich wenigstens ganz sicher tot, wenn ich sie gefunden habe. Ja, du hast ja noch einige Tode gut. Ich habe noch einige Tode gut, ja. Mein Bestes. Ich habe auch einfach mehr Glück gehabt bis jetzt jedes Mal, wenn irgendwelche fetten Zombies vorbeikamen, warst du gerade unten und ich irgendwo auf dem Dach oder so. Naja,
weil, oder Hundehorde weil, oder so. Auf dem Dach ist langweilig. Außer wenn Geier unterwegs sind. Das kriegen wir bestimmt auch. Warte mal, irgendwas wollte ich jetzt noch weglegen. Ist gut hier? Ach, ist das mühselig. Ja, mit dem Bäume hacken. So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Holz. Tasche nehmen. Oh Mann, wir könnten auch mal einen Keller buddeln. Da hätte ich auch Lust drauf. Oh ja, das ist noch spannend. Das ist noch spannender, vor allen Dingen, wenn man noch gar nicht gut buddeln kann. Mann, ich habe immerhin die Stahlpickaxe, ja. Aber. So, Okay. So. Wasser. Und zurück. Wie viel Wasser hast du? Soll ich noch ein bisschen Wasser mitbringen? Ich habe 13 in der Tasche. Aber warum nicht? Ich bringe noch 4 zusätzlich mit. Dann kannst du auf jeden Fall einen vollen Stack und vielleicht können wir oben auf dem Dach noch was hinbauen. Ich glaube, sonst brauchen wir nichts mehr. Das ist ja hier auch so ein ich hopp's einmal nach oben. Das ist ja hier nicht gut. Hier haben wir nicht. Hier, die Ruine hier am Anfang, da kann man wirklich, glaube ich, wenn es blöd läuft. Ich habe keine Flex und Blöcke mehr. Mach hier nochmal ein paar. Ich habe noch Baumaterial mitgebracht. Und in der Zeit mache ich hier wieder dicht. So. So. Erstmal noch ein paar Fackeln. Und wir haben Nachbarn, die direkt hier in unser Haus einbrechen wollen. Halt. Oh nein. Oder die sind hier gespawnt, aber das würde mich sehr wundern. Das hört sich fast danach an. Ah, hier hast du zugemacht. Großartig. Ah, die sind da drüben schon wieder. Wo war denn dieser Zombie? Ich fürchte, so richtig viel sehen wird man mit den paar Fackeln tatsächlich nicht, aber naja, ich mach trotzdem mal so eine Handvoll. Da ist der Zombie. In Hiding, mein Freund, in Hiding. Und sie wackeln so schön hin und her. Ich glaube, wir haben uns schon wieder da drüben hüpfen will. Kopf ab. Nee. Na gut. Nix. Die hat sich jetzt aber gedreht. Gut, gefackelt hast du auf jeden Fall. Nicht lange gefackelt hast du aber auf jeden Fall. Nicht lange gefackelt, ja. Genau. Guck mal hier, das ist auch so ein Sprungturm hier. Da mache ich auch noch mal ein paar. Oh nein. Ah ja. Ja, das kenne ich. Das ist ja ärgerlich. Wo ist meine Pickaxe da? Okay. Danke. So, jetzt müssen wir die noch aufwerten ein bisschen. Das weg. Oh ja, jetzt wird es auch langsam Zeit. 17.06 Uhr, ja. Dann spike ich mal noch so ein bisschen um die... Ich habe noch ein paar Spikes. Richtig viele sind es nicht. Aber ich habe übrigens gerade eine Idee. Auf jeden Fall so, dass du die Mine definitiv sehen wirst. Die packe ich nämlich hier oben auf die Säule. Okay. Die packe ich auf die Säule. Was hältst du davon? So. Also hier siehst du es auf jeden Fall. Hier machen wir noch ein paar Flagstone-Blöcke. Ich glaube, hier nochmal ein bisschen das weg, weil wenn ich da jetzt Spikes draufstelle, dann wird es zu hoch. Und dann stoppen die uns von unten an den Boden. Habe ich einen Zombie? Mit der Fackel in der Hand unten ums Haus rumlaufen gleich und alles ausleuchten. Ja, ich werde mir Mühe geben. Ja, aber erst wenn die Horde kommt, ne? Damit ihr das auch schön seht. Hallo, Vio. Du kommst ja gerade zur rechten Zeit.
Wir sind fast so weit. Mit den Nerven, meinst du? Ja, ich glaube, ich muss auch nochmal zurück nach Hause, nochmal gucken, wie das so mit Essen, Trinken und ich brauche irgendwas für meine Pickaxe. Ich habe dir eigentlich einiges mitgebracht. Hast du ein Forged Iron für mich vielleicht? Ja. Guck mal, hier in der Ecke steht doch so ein alter Müllsack. Da packe ich dir jetzt verschiedene Sachen rein. Wasser, Stahlpfeile, 2 Forged Iron. Ich glaube, das sollte es erstmal sein, ne? Oh, Zombies auf der anderen Seite vom Haus. Dankeschön. Und Gewitter. So. Und ich wollte mir nochmal einen frischen Bogen bauen. So. Ja, der tobt da ein Einzelner hoffentlich nur. Ne, 1, 2. Naja, so richtig viele Spikes gibt es leider nicht, aber naja. Da kriege ich jetzt mal ein bisschen Sneak-Bonus. Jawohl. Jetzt weiß gar nicht, wo ich diese paar Dinger noch hinstellen soll. Ist alles irgendwie gleich. And stay down, na? Ah, der Herrn. Da noch ein paar. 5 Pfeile. Und dann weiß ich auch nicht. Kann ich gleich noch einen Baum kaputt hauen. So. Auch ich denke, das wird ganz Fackeln lustig. Habe ich noch. Die behalte ich mal. Ja, auf jeden Fall. Lustig wird es garantiert. Können wir denn oben, haben wir so ein bisschen was zum Rumrumlaufen? Ich habe die Löcher alle mit Dingens gemacht. Mit Woodbars. Aber so richtig drumherumlaufen können wir nicht. Also das können wir gleich, wenn wir oben sind, dann noch ein bisschen versuchen, was zu bauen, glaube ich. Okay, Leute, wir sitzen gleich auf dem Dach und zittern. Okay. Oder vielleicht gehen wir auch erstmal in das Stockwerk oben. Ich hoffe so ein bisschen, dass sie innen reinlaufen, weil ich glaube, da sehen wir am meisten. Da hoffe ich ja auch drauf. Deswegen habe ich Und im zweiten Stock habe ich ein... Ich glaube, im zweiten Stock habe ich ein Fenster, 3 so Woodbars davor gemacht, dass wir da zumindest auf der Seite rausgucken können irgendwie. So. So greifst keinen Mann mit einem Boom-Headshot-Perk mehr an. Ah, du hast investiert. Ich sehe schon. Ja, So. Zwangsweise. So, ich habe aber auch noch... Na, Rudi, noch schnell den Airdrop holen? Ja, klar. Dann müsstest du schnell noch ein bisschen zweiten. Nee, der liegt... wo ist er? Oh, nee, der ist sehr weit weg. Der nicht. Ach, da hast du schon Spikes. Überall Spikes. Hier noch die Ecke. Ein paar Spikes kann ich auch noch machen. Oh, das ist auch kaputt. Noch ein paar Spikes in die Fenster. Falls hier jemand reinkommen will. Sollen ja auch Spaß haben. Na los, ich brauche meine Pickaxe nämlich. Und jetzt werde ich ganz gemein. Erst ein Spike. Und dann dahinter gleich noch ein Bremser. Ein Bremser? Auch gut. Ja. Nein, die sollen hier in den Innenraum ganz unten laufen, aber sie sollen nicht ins Haus. Ja, aber nicht so schnell. Das ist nicht der Plan. Aber nicht so schnell. Ja, oh, jetzt wird es schon dunkel. Jetzt sehen wir gleich, wie die Beleuchtung ist. Nicht gut, vermutlich. Ich habe noch ein paar Fackeln. Also ich könnte hier im Innenraum noch ein bisschen was machen. Zang, zang, zang. Dreh dich mal so. So, das muss jetzt dann hier mal reichen. Ja. So, so dann versuche ich mal nach oben zu kommen. Da kommen ja auch noch ein paar Spikes hin. Hier schon mal nicht so toll.
So, Wood Boss. Okay, dann komme ich auch mal hoch. So, hier ist ein bisschen. Dann ist es besser, so stehen zu lassen. Dann kloppen sie nämlich unten weg, dann brechen die anderen zusammen. Den nehme ich weg. Hier drin ist es ziemlich dunkel. Das stimmt, ja. Ach, hier können wir es uns ja gemütlich machen. Hier könnten ja, wir noch, warte mal, ich hab, falls sie von der Seite kommen, ein bisschen gucken. Hier könnten wir noch, hast du noch eine Fackel übrig, um sie hier reinzubringen? Ja, ich wollte aber lieber das Treppenhaus eigentlich beleuchten. Denn ich, ja, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wo ich überhaupt flüchten soll, wenn... Da. Nee, ich glaub, auch wir nicht. Haben einen Screamer? Ach, hier ist das Treppenhaus. Ich bin ja... Ja, nein! Nicht schon wieder, bitte! Das gibt's doch nicht. Nein, toll, ich habe unsere Fackel zerstört, aber ich habe den Screamer erwischt. Aber jetzt ist auf der Seite hier keine Fackel mehr. Das ist ja blöd. Und natürlich kommen jetzt... Okay, dann müssen wir mit Fackeln in den Hand... Ja, toll! Das ist doch wieder so richtig klassisch. Kurz vorher kommen sie und hauen alles kaputt. Die fangen wieder... Und das war meine Mine. Sie haben die einzige Mine gefunden? Ja, ja. Ich weiß es nicht. Die haben schon alles. Die haben mir alles abgegrast. Wow! Kann ich gar nicht drüber lachen. Okay. Ich find's fantastisch. Es gibt einen super Screenshot. So für... Viel zu dunkel für einen Screenshot. Wie ist die Nacht gelaufen? 21, 21, ja. Ich habe jetzt eh keine Fackel mehr, die ich noch aufhänge. Nur noch meine eine. Die brauche ich. Wenn ich irgendwo im Dunkeln stehe. Wieso hat der Screamer eigentlich schon wieder gebrüllt? Der hatte doch eigentlich gar keinen Sinn. Na, da stand ich gerade da im Fenster, als sie hier rannte. Wie geht's denn nochmal weiter? Hier geht's weiter. Ja, okay. Dann... Und hier jetzt, okay. Wo war denn dieses Fenster, wo ich so ein Ding gebaut habe? Hier. Ja, jetzt machen wir mal gucken, wie das hier... Ah, schön dunkel auf jeden Fall. Oh, hallo Red Dogs. Oh, ich trinke noch mal einen Schluck, bevor es gleich losgeht. Genau, in jeglicher Nun Hinsicht. Nun gut. Prost. Ah, ich stehe hier irgendwo noch blöd. Gut. Ich bin froh, dass ich diese Löcher zugemacht habe, weil das wäre echt blöd. Ich bin so ein großer Fan von diesen Woodbars. Das ist wirklich... Ach, hier sind ja noch welche. Nein, die Woodbars sind auch ganz praktisch, wobei... Naja, also jetzt bei den frühen Horden halt noch. Ups, auch hier ist dicht. Nein, ich oh, die da, die, da spiele ich da immer drüben auf Risiko. Haben sie irgendwie was. Bei was? Bei den Woodbars? Sie ja, kommen die, hier von der Löchern. Dingens. Ja, das haben wir schon gedacht. Seite, Military Dingens Seite. Oh, Minen, genau. Warte mal, ich habe mir noch einen neuen Bogen gemacht. Okay, da sieht du wenigstens ein bisschen was und ich hoffe, dass ich den Spider erwische. Die haben ganz schön das weggehauen schon. Ja, wir kommen nicht so richtig dran, merke ich. Nee. Außer sie sind hier drin. An die komme ich tatsächlich ran. Oh, Headshot! An den komme ich noch. Aber so unregelmäßig, wie ich diese Woodbars gesetzt habe, stehen die Chancen gut, dass ich irgendwo runterfalle. So.
Ob ich hier schnell noch mal eine Fackel hinsetze. Na? Den macht alles schon bösen dieser Spider. Nee, das geht nicht. Schade. So, wieder einen platt gemacht. Egal. Jo. Was meinst du mit Jo? Bleib vom... einen platt gemacht. Die sind ganz ordentlich Zombies, finde ich. Solange noch nicht rumgekotzt wird. Meinst du, wenn's... Genau, solange es nicht leuchtet. Diese blöde Markise hätten wir weghauen sollen. Ja. Aber dem Screamer, sag ich schon, dem Spider habe ich in den Hintern geschossen. Ich auch überhält. Ah, das war's, glaube ich. Nee, nee. Die sind zäh, die Biester. Okay, aber auch. Oh, tatsächlich, sie versuchen tatsächlich hier hochzuhüpfen. Gut, dass ich da noch drei so Blöcke hingesetzt habe. Sterb doch endlich. Sie hängen in deinem Stacheldraht. Ja, dafür ist er ja auch gedacht. Okay. Stacheldraht ist ein sehr anhängliches Gewächs. Ja, der hält doch ein bisschen was aus. Das ist doch ein normaler Spider jetzt. Aber im Innenraum sind sie noch nicht. Ne? Schade. Sie laufen immer mal wieder rein, aber... Wie denn? Bis ich dann rausgehe, dann sind sie wieder drin. Ah, hier, sie versuchen tatsächlich, die Säule zu Fall zu bringen. Yes. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das machen sie gerne. Deswegen sagte ich ja... Oder hier hinten hoch, da hinten sehen sie offensichtlich auch einen Weg, zumindest einen theoretischen. Ach, da... Da hatte ich ja zum Glück noch ein paar Blöcke gesetzt, aber... Genau. Die nehme ich noch mit. Spider-Igel. Sind einfach ein bisschen zu schnell, um sie mit dem Kleinen zu treffen. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht mal zieren kann. Stehst nicht wieder auf. Du nicht. So, jetzt aber. Was haben sie denn mit dem Pfosten in der Mitte? Ach, das sind Vollpfosten. Ja, das finde ich gar nicht so witzig. Also jetzt hätte ich gerne tatsächlich einen Molly. Für die, die gerade hier den Pfosten demolieren. Ja. Ja, das ist nicht mal das als Spider. Mist, zu langsam. Scheiße, der ist oben. Oh, ist bei dir. Stirbst du? Oh, sie kommen zu dir hoch. Schau mal, sie haben einen Weg gefunden. Brauchen eine andere Waffe. Wie gehst du mal damit? Wie sind sie da nur hoch? Ja, die sind klar aufeinander gehüpft. Siehste, ich glaube, der Chat hat wirklich, der hat wirklich recht. Die haben Angst vor dir. Die kommen immer zu mir. Ich bin einfach zu weit oben. Ich sollte mal das Parfum wechseln. So. Aber ich glaube, meine Intuition mit den, diesen Blöcken, dass sie da so schön hochhopsen, die war ganz richtig. Ja. So. Aber ohne Kopf ist schlecht zu hopsen. Das wäre ganz schnell gegangen. Ey, der Spider muss weg. Der nervt. Der nervt wirklich. Das Problem ist, wie kann man immer nur in den Hintern schießen? Das war aber schon immer so. Er kann halt auch sehr viel... Ah, ich glaube... Nee, er ist noch da. Noch mal in den Hintern. Nee, das liegt einfach, weil sie immer mit dem Kopf irgendwo in der Wand stecken. So. Dafür opfere ich meine Kugel. Kopf in der Wand.
Wo bist du denn? Ja. Wie komme ich denn hier raus? Da komme ich raus. Ach, die standen schon wieder übereinander. Guck an. Irgendwie höre ich sie hier direkt unter uns. Das ist ja merkwürdig. So, mal von der anderen Seite hier. Also für eine zweite Horde schon nicht schlecht. Mal einen in den schon wieder so einer. Und zwei Spider schon wieder. Also wie schnell hier. Also da drüben ist die Chance nicht schlecht, dass sie raufkommen, glaube ich. Deswegen. Der ist weg. Der Spider jetzt. Tot. Ah, da ist noch einer. Noch? Ja, ja, es kommt immer wieder noch einer nachgespawnt, ist klar. Ja, einer steckt hier noch in der Wand. Ah, nee, eben noch nicht. Da, ja, ich sehe ihn. Jetzt der ist er auch weg. Tot, ja, ja. Sehr gut. Was ganz gut ist hier, wenn du auf der einen Seite stehst und ich auf der anderen, dann können wir quasi beide ganz schön... Wow, das war jetzt... Wow, kann man da noch mal viele. Hier. Nicht schlecht. Oh, ich hoffe, mir gehen nicht die Pfeile aus. Ja, ich habe schon einige verballert, aber ich habe mir ja vorher noch welche gemacht. Ja, ich auch. Das könnte aber auch tatsächlich... Und ich kann mir noch Haufen welche Punkte machen. Geben. Oh ja, bei dir sind sie jetzt auch ziemlich. Ich kann nicht. Bei dir haben sie schon ganz schön was an Blöcken weggehauen. Du weißt ja nicht, wie es unter dir aussieht. Oh, jetzt sind sie drin. Jetzt sind sie drin. Wo drin? In dem hinteren Raum? Im Gebäude? Ja, in dem hinteren Raum. Da können sie gerne rein. Ich konzentriere mich mal auf den Spider. Da ist nichts zu machen. Oh, der Spider ist auch rein. Ich konzentriere mich eher auf die Säule, wo du stehst. Denn die leidet sehr stark Schaden. Komm mal rum und guck dir das an. Da ist ein ziemliches Loch. Das wäre eine gute Idee. Der Spider könnte allerdings wahrscheinlich hochhüpfen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass der nicht von hinten kommt. Ich schieße hier einfach in die Menge. Ah, da ist der Spider wieder. Wow. Ja, schade, dass da keine Mine mehr liegt. Die ist vorher abgeräumt worden. So, noch ein Pfeil in den Spider und noch einen. Wo bist du auch da? Ich glaube, ich habe ihn. Irgendwie klingt es, als würde jemand direkt hier gegen diese Mauer gängeln, aber... Oh, schau mal, wie die stapeln. Oh. Oh, da hinten stapeln sie auch schon. Immer den obersten. Jetzt kommt er. Mal wieder ein bisschen die Position wechseln. Boah, das sind echt viele. Also ich bin erstaunt. Hat mir die Zahl hochgedreht? Ich weiß gar nicht. Nicht mehr als üblich. Nicht mehr als üblich. Nein, du bist so hoch. Da hast du nichts zu suchen. Runter da. Okay, sie haben unsere... Sie versuchen sich hier auf der Seite auch zur Treppe durchzukloppen. Hier, die dicke Lady, die will ich jetzt haben. Schnapp sie mir. Du entkommst mir nicht. Ja. Echt, meine Pfeile machen fast keinen Schaden, habe ich den Eindruck. Ja. Mit Pfeilen müsste ich schon sehr genau den Kopf treffen, aber dann lohnt sich das. Ja. Runter da. Ja, manchmal fallen sie auch tatsächlich schneller um. Oh, schon wieder ein Spider.
Okay, 76 Pfeile noch. Yeah! 45. Endlich mal den Kopf getroffen. Sollte mir gleich schon mal ein paar nachcraften. Ah ja, da ist der Spider. Oh, die eine Säule haben sie tatsächlich schon platt gemacht. Sollte halten noch, oder? Muss ich schon hier weg? Ja, sonst wär da schon was zusammengebrochen. Aber wenn sie die zweite auch noch haben, dann weiß ich nicht. Oh oh. Das war in das ein Bullen, 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 Bulle. Okay. Ja. Da kommt da. So, Zeit. Incoming. Schade, dass man so wenig sehen kann. Wo ist er denn? Unter dir. So ein Lootbag, den ich nicht greifen kann. Jetzt geht er an die Säule. Jetzt kommt er hier hin. Jetzt explodiert er. Oh. Jetzt schwebt die Säule wirklich jetzt in der Luft. Die Säule zum einen. Oh shit. Ja, die war vorher. Hier rüber die war ja vorher aber es schon kaputt. Gerade nicht. Oh. Gleich haben wir es geschafft. Oh, ist hier finster. Obwohl, dann. Okay, mal. Die rennen ja trotzdem. Ja, das bringt mich okay. Hier. Hier bin ich hier. Geh mal kurz gucken, wie es um die Treppe steht. Die Treppe sieht gut aus. Sehr gut sogar. Oh, wie viel sind denn hier mittlerweile drin? Kommen wir an denen dran? Ich will vor allem mal den Spider machen. Der steckt schon wieder halb in der Mauer. Das Problem bei so vielen, wenn die alle rennen, ist natürlich, dass wir die so schnell gar nicht mit dem bisschen, was wir an Power haben, so schnell gar nicht platt machen können. Dauert halt. Hallo? Ich hätte sogar... Ja, ich meine jetzt so hier von unten dann. Nee, von unten möchte ich das im Augenblick noch nicht machen. Ein bisschen viel noch im Moment. Also, ich freue mich schon, wenn mein Bogen eines Tages mal mehr Schaden macht. Ich freue mich schon, wenn der Bogen überhaupt eines Tages mal zielgenau ist, weil ich muss 2 bis 3 Mal auf den Zielbutton drücken, bis er zielt. Bleibst du liegen? Du bleibst liegen. Mo, lass das Säulen aus, Mo. Mo hat ein Hörnchen. Wo ist denn der blöde Spider? Ja. Noch ein Spider. Oh, oh, Mo kommt hoch. Ich höre ihn zumindest noch. Okay. Ah, bleib doch mal stehen. Da ist der Spider. Das gibt's doch nicht. Jetzt reicht's. Aus. Okay, ich habe den Spider wenigstens erwischt. Das war's mir jetzt wert. Mutti hat keine Beine mehr. So, nochmal einen. Gibt aber keinen. Guck das an! Die arbeiten da hin. Das ist unglaublich. Müssen vorsichtig sein. Silvia arbeitet immer noch an der Säule da hinten. Ja. Bei dir ist ganz schön was hops gegangen auf der Seite. Ja, ja. Vor allem, die machen hier alle hops, weil sie an mich ran wollen. Die haben hier einen schönen Sprung. So, noch eine. Noch mal eine weniger. Oh ja, genau, die haben diesen einen Block weggeklopft. Ja. Und jetzt passiert genau das, was ich befürchtet hatte. Ja, unter dir tobt doch eine Silvia rum und will dich. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen. Auf jeden Fall denke ich. Oh, da flog gerade noch ein Kopf. Und irgendwo, warte mal, tobt hier noch was. Ach, da hinten ist noch ein Screamer. Aber die hole ich mir jetzt mal so. Die steht mit Sicherheit nochmal auf. Ich komme von hier aus nicht dran.
Ja, da ist die Marksman Rifle schon ein bisschen besser. Ja! So. Looten. Oh. Das ist ganz gut, was du... Looten. Ich kann mal Pfeile einsammeln. Oh, ich habe eine Schaufel. Sowas konnte ich gebrauchen. Hey, ein paar 9 mm. Sehr schön. Und haufenweise Pfeile. Boah, hier ist ganz schön was weggekloppt worden. Aber das Ding ist ja komplett Beton. Ja gut, also ja. Dann müssen wir bis zum nächsten Mal zusehen, dass wir Reaver-Frames kriegen. Der Kopf hat tatsächlich einfach die Säule weggesprengt. Ja, aber die war vorher, da war schon ein Block raus. Also die schwebte schon in der Luft. Das, okay. Das hätte er nicht mehr schlimmer machen können. Ist doch gar nicht schlecht gelaufen. Mit Screamern haben sie ja Erfahrung. Sapia, hi. Ja, haben wir. Sapia, hallo. Loot, oh ja. Oh. Die ist jetzt ein bisschen zickzack gelaufen. Oh, schön. Level up, Lootsack und sie ist tot. Und geil, ne? Steel Arrows. Oh nein, ihr seid zu zweit und ihr seid schnell. Oh nein! Wolltest du jetzt doch noch mal sterben? Nein. Ich weiß nicht genau. Hier sind lauter relativ schnelle Ladies. Nur zu deiner Information, ich kann eine Workbench und ein Mining Helmet bauen. Ich habe hier gerade noch andere Sorgen. Ja. Ja, das ist, sollte hat dich... Hier noch drei so zackige Ladies. Warte, ich komme. Zwei. Eins. Ah, nein. Ah, ja, Cheerleader sind gemein. Und ich kann momentan... Autsch. Ah. Ah, jetzt. Natürlich habe ich prompt geblutet. Oh, ja, ich kenne das. Du brauchst mir nichts Neues erzählen. So. Das finde ich aber total spannend, dass die Lady-Zombies, um die man sich sonst keine Sorgen machen muss, dass die hier in dieser Version des Spiels wirklich besorgniserregend sind, weil sie schnell sind. Ja, einfach. Ganz genau. Und da kommen schon die Nächsten. Da kommen die Nächsten. Ja, ja, ein ganzes Feld, ich weiß. Ey, bleib von unserer Wohnung weg. Ja, puh. Also noch ein paar Punkte mehr. Also es war jetzt keine langweilige Horde, muss ich sagen. Wenn du noch Punkte sammeln willst, ich habe hier noch ein paar Ladies. Ist immer schön, wenn man sich die aufteilt. Ja. Ey, was machen die in unserem Haus? Ja, eben. Raus da. Sag ich doch. Steht da auch nur so rum? So Whisky. Und da ist noch jemand. Ja, den meinte ich eigentlich. Oh, oh. Die hat sich so ein bisschen gebeamt. Sehr schön. Ja, wie ich sagen, puh. Headshot. Noch jemand ohne Fahrschein? Das war noch jemand ohne Fahrschein, genau. Oh, jetzt mal wieder Zeit kurz. Retrofreak hat sich schon gefreut. Jetzt noch zwei Screamer dabei, dann ist es perfekt. Das kommt nächste Nacht. Ja, richtig. Mit Screamern haben wir Erfahrung. Wir sagen jetzt mal nicht, welcher Art, aber das, naja. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch angucken. War genau. Zweite Folge. Genau. War zweite Folge, ne? Ja, ich glaube sogar die dritte vielleicht sogar. Aber alle Folgen von dieser Serie hier gibt es mittlerweile auf YouTube. YouTube.com/ctzock. Da freuen wir uns sehr über Abonnenten, weil da veröffentlichen wir auch andere Videos noch. Ab und zu spielen wir einfach was an und so. Und guckt euch da mal vorbei. Und da gibt es die anderen 4 Folgen zum Nachgucken für alle, die es verpasst haben oder so geil fanden. Das ist nochmal sinnvoll. So. Ach, nichts wie nach Hause. Krempel abwerfen. Wie hoch muss ich denn hier? Ja, außerdem, also falls euch das interessiert, da findet ihr auch noch ein Tutorial von mir, wie man schöner stirbt. Ja, da sind wir richtig gut drin. Aber wir haben nur 609 Eisen. Mit den richtigen Tipps geht es auch ohne. Hä? Mit den richtigen Tipps geht es auch ohne, genau. So, 20 Blaubeeren habe ich mitgebracht. Wo war denn jetzt nochmal unsere Das gefällt unsere mir doch schon da sehr viel besser. Ja.
Wir können Blaubeeren auch anpflanzen. So ich habe eine Gartenhacke. Ich würde jetzt nicht das ganze Feld da abernten. Ich weiß, dass du auf Blaubeeren also stehst. Die Blaubeeren, die hier drin. Ja, aber die Blaubeeren hier drin sind jetzt nicht zwingend gleich zum Essen gedacht. Also die Idee war schon, da vielleicht erstmal. Na, Liane, hier in dieser Kiste. Samen zu machen und die irgendwie. Ja, genau. Ja? In der Kiste, die ich hier an der Wand hänge. Auf der Seite der Forge hier. Ja. Da packe ich jetzt die ganzen Baumaterialien rein und da ist zum Beispiel auch die Gartenhacke drin. Okay, gut. Dann kann das hier auch mit rein. Können wir denn schon Mining Helmets machen? Nee, können wir noch nicht, oder? Weiß ich nicht. Noch ein bisschen. Nee, ich brauche auf jeden Fall erstmal die Werkbank. Und dazu brauche ich viel Holz, denke ich mal. Zugang zu dieser Kiste, danke. Entschuldigung, ich wollte nur gerade hier mal ein paar Sachen umsortieren. Kein Problem. Ja, dann finde ich wieder nichts. Mechanical Parts brauche ich auf alle Fälle. Was halt Baumaterial, so alles Ressourcen und Zeug für die Forge packe ich da jetzt auch rein. Ja, das ist nur ein, das ist leider nur ein Schematic. Nägel weiß ich nicht. Ich gucke mal gerade. Werkbank, noch. Werkbank. Will ich das anziehen? Cold Resist 6, Heat Resist. Forged Iron brauche ich reichlich. Also wir brauchen Eisen. Mechanical Parts habe ich genug. Dann brauchen wir halt eine Wrench, einen Clawhammer und Holz. Eine Wrench haben wir, eine schlechte? Die könnten wir tatsächlich opfern. Ich meine, irgendwo habe ich eine gesehen. Clawhammer können wir machen. Ich glaube, in der Essenskiste. Also ich würde jetzt erstmal Forged Iron ein Anvil machen und dann können wir als nächstes von allem, was wir an Eisen... Also ich habe all mein Eisen da reingeworfen. Und dann können wir als nächstes Forged Iron machen und damit können wir dann auch so einen Clawhammer bauen, glaube ich, oder? Ich sehe gleich zu, dass ich sowieso noch ein bisschen Eisen bekomme. Nein, Punkt 7, das ist bei uns anders. Also bei uns ist auf jeden Fall Rudi der Koch. So läuft das. Ja, kochen ist eine... Ich sag sowieso, kochen ist Männersache. Ja, und schon. So, Modify. Das mal raus. Wie viel haben wir denn? 703 und es ist kein Eisen mehr. Okay, ich schmeiß die restlichen 95. Ja, vielleicht repariere ich nochmal kurz meine Keule. Und den Rest haue ich dann rein. Dann habe ich aber wirklich kein einziges Stück Eisen mehr. Hast du noch ein bisschen Eisen, was du da Nein, das schmeiße ich da nicht rein. Das ist mein Arbeitseisen. Warum nicht? Ach so, ich habe meins jetzt reingeschmissen, weil ich besorge gleich Eisen, indem ich Steine kloppe. Ja, Rudi, apropos, also ich meine, mir ist es egal. Meinetwegen können wir gern noch ein bisschen weitermachen, aber du musst morgen, glaube ich, früh raus. Unten links in der Kiste, in der ich gerade war. Ich sehe mal gerade zu, dass ich noch ein bisschen Eisen bekomme. Das war zumindest. Wir haben einen Clawhammer. Ja? Sehe ich gerade. Ja, super. Ja, kam gerade ein Tipp von Grirand. Der hat den Clawhammer gesehen. Wo war die Wrench? Die war doch. Die war in der Essenskiste, merkwürdigerweise. Okay. Aber da war sie auf jeden Fall. Forged Iron. Da habe ich sie mir gemerkt und habe sie auch schnell wieder gefunden. Da ist sie aber nicht mehr tatsächlich. Ist die Wrench schon in der Arbeitskiste. Warte mal. Okay. Das kann hier weg. Ja, Rudi, musst du sagen, wie du. Ja, ein bisschen können wir noch. Weil sie so aussieht. Wie viele Zuschauer haben wir? Ich sehe das ja wieder nicht. 51. Walker sagt gute Nacht. Also. Wer sagt gute Nacht? Makai, schlaf gut. Genau. Ciao, Makai. Ah, Oelks sagt auch gute Nacht. Gute Nacht, Oelks. Ja, lange machen wir auch nicht mehr. Das ist jetzt, wenn jetzt nicht noch eine Taghorde hier plötzlich ankommt, denke ich, wird hier nicht. Ich würde sagen, vielleicht noch ein bisschen Eisen besorgen, dann können wir das mit dem Anvil noch auf den Weg bringen. Genau. Deswegen, ich bin schon draußen und klopp hier Felsen. Das ist eine gute Idee, da werde ich dir gleich, das werde ich dir gleich nachtun. Hier und hier. Und hier und hier und hier. So. Okay.
So, right behind you. Da drüben sind auch noch Felsen, die krall ich mir mal. Was ist los? Ich suche gerade meine Flinte, meine Schrotflinte. Hä? Habe ich die eben irgendwo weggelegt? Ah, Kisten sortieren ist gefährlich. Ja. So. Es weckt bestimmt auch noch ein paar Zombies auf. So ist es nicht. Ich sehe schon Zombies da am Wasserturm. Da turnt eine rum. Also näher. Ah, Tom ist noch da. Lost Blue Jazz hat sich verabschiedet. Ach so, okay. Wir haben hier völlig den Überblick verloren. Sorry, Tom. Vorsichtshalber mal zu allen gute Nacht gesagt. Ich bin ja froh, dass ihr wenigstens aufmerksam seid und immer wisst, welche Sachen wir noch in irgendeiner Kiste haben und so. Das ist sehr angenehm, wirklich. Da hinten sind Zombies. Oder auch Punkte auf zwei Beinen. Und rechts im Augenwinkel sehe ich auch noch mal einen. Aber jetzt wird erstmal ein bisschen gehackt. First things first. Yep. Ja, das ist das. Komm, das Rauschen hast leise. Du denn eigentlich schon Punkte in dieses, wie heißt das noch mal? Ach, wohl. Punkte. Ich habe ja Punkte. Living off the land gesteckt. Weil wenn du schon Essen... ja, dann würdest du... Hatten wir das nicht levelst, sogar mal... Dann würde ich... Haben wir das nicht sogar schon so abgesprochen? Ich level Essen zu viele und Spiele, zu viel Chaos. Dann mache ich Living off the land. Okay. Halt mal. Dann stecke ich lieber noch mal was... Ach, stimmt. ...in Motherload. Die rennt ja. Ich vergaß. Und in Agility muss ich dringend mal was reinstecken. So. Living of the land. Weiter geht's. Oh, ich bin voll der Steineklopper hier. Ich sag dir. Damals im föderierten Krieg. Ewig noch. Da hatten wir aber wirklich so richtig einen. Den ganzen Tag nur im Steinbruch. Oh, die Horde hat dir zu schaffen gemacht, ich sehe schon. Ja, ich bin wahrscheinlich auch müde. Und los? Ach nee, wir hatten ja... Essen haben wir ja tatsächlich erledigt durch die von dir angelockte Wolfshorde. Ja, da kam auch gar nicht so viel raus. Also ein vernünftiges Messer, was auch ein bisschen mehr abwirft, wäre auch nicht schlecht. Ja, das ist natürlich wahr. Na Kumpel, ich überlege gerade, wo hättest du denn gern die Landwirtschaft? Sollen wir die irgendwie auf dem Haus machen oder soll ich einfach hier dieses Feld nutzen, was hier rumsteht? Auf dem Haus wäre natürlich cool, ne? Da könnte man sich nachts immer drum kümmern. Eben, das, und wir haben ja eigentlich, das Dach müssten wir ein bisschen reparieren. Und vielleicht, jetzt hat er mich entdeckt. Was willst du von mir? Pfeile. Kannst du haben. Ey, nicht... Genau, der da hinten ist? Oder wen hast du dir gesagt? Nee, das ist nee. Hier ein... Toter. Ganz toter. Oh nein, der rennt hier auch. Oh, ich vergaß. Wie kann man so ein kurzes Gedächtnis haben? Ja, das verstehe ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Das kann ich auch nicht verstehen. Oh, oh. Aber dieses Phänomen, dass sie so ein bisschen hin und her springen, das ist schon nicht mehr so schlimm, aber ist immer noch da. Und zack, ab mit dem Kopf. Ja, genau. Bei den Cheerleadern bin ich mittlerweile sehr vorsichtig geworden. Die sind auch echt, die Ladies sind echt schnell. Ja, das habe ich, wie gesagt, als ich das erste Mal mit Zombies rennen auch tagsüber ausprobiert habe, also Singleplayer und nicht auf dem Server. Scheiße. Macht ihr euch über unser Zuhause lustig? Die Ruine hat ein Dach? Ja, ein Flachdach. Scheiße, ich bin schon wieder kurz vor... Brauchst du Hilfe? Nicht wirklich. Oh ja, du siehst angeschlagen aus. Aber ich bin angeschlagen wieder. Und da ich vor allen Dingen nicht großartig hochheile, und wenn ich dann nochmal von einem Wolf oder was erwischt werde... So. Ja, macht euch nur über mich lustig. Ich kann das ab. Meistens. Wieso, was haben sie denn bei dir gesagt? Ach, nur weil du es immer vergisst. Dass ich immer wieder, weil ich es immer wieder vergesse.
Das mache ich doch nur, damit das für euch spannender ist. Ich wollte gerade sagen, guckt euch die Todesstatistik von Liana an und dann fragt sie nochmal. Ist hier alles... Das hat sie nicht vergessen. Sag mal, geskriptet. Das ist alles geskriptet. Ah, du hast die Lady schon im Blick. Wie weit ist denn der Airdrop entfernt? Ach, Ladies habe ich immer im Blick. Dann überlasse ich sie ganz dir und guck mal, ob ich den Airdrop holen kann. Und weil es was unterwegs so rumliegt. Naja. Moment. Eigentlich ist sie schon ein bisschen vergammelt. Wo war ich stehen geblieben? Trader habe ich auch immer noch. Steine. Ach ja, Trader. 1,1 Kilometer. So, hier ist nicht ohne Fahrrad. Ja, das stimmt allerdings. Hier ist auch noch mal so eine... Du kannst ja schon mal gucken, was... Könntest du ein Fahrrad... POI mit, garantiert mit Geiern. Ein Fahrrad, ich habe noch... ich bin noch ganz dumm. Ich habe in Intellekt fast nichts drin. Das muss ich mal machen. Ach so, deswegen. Ja, ja, der Airdrop, dann bin ich da wahrscheinlich ist ein bisschen auch schneller. Doof, aber, ja, aber ich komme nicht drum rum, da ein bisschen was reinzustecken. Also... Ich muss jetzt nur erst wieder ein paar Zombies finden, damit so, 215 da was vorwärts geht. Iron, das ist schon mal ganz gut. So. Wie weit ist es denn noch? Könntest du nicht schnell mal gerade einen Amboss finden? Ich gehe mal kurz den Airdrop holen und schau, was da so drin ist. Vielleicht sind da ja so praktische Dinge wie ein Beaker oder so. Oder ein Amboss, Beaker oder? Könnte durchaus möglich sein. Ja, Amboss halte ich für unwahrscheinlich. Ich auch. Was hast du denn für Klamotten? Das gar nichts Besonderes. Einfach. Ich habe immer einen BDU-Top. Das ist... Und die Black Goth Pants. Ja, aber wo hast du das her? Ist doch eher die Frage. Gefunden. Alles was... Selbst, oh jetzt wird es bei mir tatsächlich kritisch, was die Klamotten angeht. Ich brauche mal einen Plant-Fiber-Head. Na, natürlich brauche ich dafür Plant-Fiber, sonst geht da ja gar nichts. Ja, Plant-Fiber hätte ich noch für dich. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Ach, du läufst schon. Naja, Plant-Fiber kann ich ja hier. Aber ich bin hier schon in kritischer Verfassung. Mal gucken, ob das was bringt. Dass das hier so warm ist, wundert mich eigentlich. Aber ich denke, wir hatten... Ach, das haben wir wahrscheinlich in der alten... Das noch? In der alten Festung. Haben wir da nicht alle Klamotten mitgebracht? Bessere Klamotten? Wir haben ja quasi nochmal neu angefangen. Das darf man da nicht vergessen. Ja, im Prinzip schon. Wo ist er denn? Nach unseren Screamer-Erfahrungen. Oh, das wird knapp. Oh, das wird sehr knapp. Sie meinte schnell in die Wüste, ja. Das war nicht so eine gute Idee. Ich glaube. Aber es tut sich hier. Es gibt auch keine Ecke hier, die irgendwie. Baumschatten zählt ja nicht. Häuserschatten zählt, aber wenn ich zu dem Haus da drüben gehe, weiß ich nicht, ob das dann so eine super gute Idee ist. Mal gucken. Au! Und einmal hier, durch einen Kaktus hier gelaufen. Hier sind zwei Cowboy-Hats. Die hättest du also einen von mitnehmen sollen. Aber das hilft dir jetzt natürlich auch nicht weiter. Okay, ich habe die eine Kiste. Taschenlampe und eine SMG. Honig und viel zu essen. Habe ich denn jetzt alles dabei? Mal hier bleiben. Das ist ein bisschen Glaser. Das esse ich mal. Oh oh, ich muss hier tatsächlich mal in den Schatten, das schaut schlecht aus. Ich befürchte, so, mal gucken, ob das was hilft. Ich hatte doch. Wie schaut's aus? 35 Grad. Und, sinkt die Temperatur im Schatten? Ja, ein bisschen tatsächlich. Wasser hast du aber genug mit, das oder? Das Gefühl. Ja. Aber ich muss die ganze Strecke ja wieder zurücklaufen, das ist ein bisschen unglücklich. Das ist auch nicht ohne. Und es kühlt hier auch nur so ein bisschen ab in der Ecke. Also fühlt sich trotzdem wie 35 Grad an. Aber
Yucca-Juice. Ja, ich weiß nicht, ob ich auf die schnelle Yucca-Juice machen kann. Wenn du Yucca findest und leere Gläser in der Tasche hast, was man ja, eigentlich... Ja, kann ich tatsächlich machen. Dann ist das eine sehr gute Idee. Damit komme ich dann vielleicht zumindest durch die Wüste zurück. So, schaut's aus. Okay, einmal Yucca-Juice getrunken. Fühlt sich wie 34,44 an. Ja. Entschuldigung, war nicht zum Lachen. Ich kann aber nur einen machen. Das war ein Huster. Also laufe ich lieber, solange ich noch kann. Ach, hier habe ich meine Shotgun liegen lassen. Das ist knallrot. Naja, es hilft auch einfach nichts. Irgendwas schreit hier doch schon wieder. Aber dass so Baumschatten gar nicht zählt. Oh, scheiße. Ich habe den Zombie nicht gesehen. Ja, das Problem hatte ich eben da auch. Ja, weil da hat das mit dem Baumschatten nämlich super funktioniert. Oh, zu weit. Bin ich jetzt noch richtig? Nee, ich muss ein bisschen mehr die Richtung. Ach, lass irgendeine tolle Jacke drin sein? Nee, nix. Ach. Hm. Autsch. Autsch, das hört sich wieder nach einer. Ja, ja, das ist wieder ein Screamer. Die ist gerade an Was unserer Festung. Hier so? Ist irgendwo so ein Hase, der stirbt, aber ich habe jetzt keine Zeit, den zu suchen, glaube ich. Yeah, skill point. Hechel, hechel, hechel. Ja, wollte ich eigentlich gar nicht machen. Wie heißt das? Hier irgendwo. Wahrscheinlich hängt irgend so ein Hase an so einem Kaktus fest und ich sehe nichts. Also laufe ich einfach mal Bloody weiter. Bloody Tourists. Ja, in der Wüste gibt es auch Zombies. Wüstenzombies, genau. Oh oh. Keine Serverlecks jetzt bitte. Nix wie weg hier. Da ist eh nichts drin. Macht nichts, ich habe eh die Taschen voll. Das mal mit dem Zielen klappte. Vielleicht. Oh, der ist ja irgendwie. Wie läuft der denn? Das gibt's doch gar nicht. Hier geht's. Sag mal. Oh ja. Na gut, er hat wenigstens Blut wegfallen lassen. Na, den hat das überhaupt nicht interessiert. Hat seinen Kopf drauf geschlagen. Ah. Happe! Das mit dem Kopf ab ist schon sehr große Hilfe. Ja. Aber auch nicht immer. Okay. Also ich habe noch nichts Spannendes gefunden. Eben. Wow! Ich hab gerade noch einen Loot-Sack hier von einem Zombie gehabt und hab schon die zweite Nailgun. Was hältst du davon? Ich habe eine Nailgun für dich. Ah, das finde ich super. Sehr schön. Das habe ich mir doch gedacht, dass dir das gefällt. Sehr schön. Da brauchen wir jetzt nur noch Berge von Baumaterial und alles wird gut. Richtig. Ja. So, ich brauchte, deswegen bin ich nochmal runtergelaufen, weil ich Erde brauche. Und zwar Mucho. Oh. Ich liebe dieses Geräusch, wenn die brennenden Zombies umfallen. Ins Wasser, zisch. Ich gehe noch gleich auch noch mit. Oh, oh. Oh, machen die denn immer. Und zack. Der Kopf sitzt auch ganz schön locker. So, da. Jetzt habe ich endlich wieder ein paar Eier und jede Menge Federn. Diane, Spaß in der Wüste. Nee, mittlerweile bin ich im Burnt Forest, da geht's auch. Also das ist ganz. Ich bin hier gerade am Rand. Ist temperaturmäßig. Burnt Forest und Buddel Erde. Angenehm.
Game. Ah, ich sehe dich. Ja. Ich bin kein Zombie, ja. Kein Zombie. Keine Sorge. Ich weiß nicht. Ich bin schon recht langsam. Ah, hier schraubelst du. Nach dem, was Bill Murray passiert ist. Ja. Stimmt. Ich gehe mal ein bisschen Gerümpel abwerfen. Ja, ich komme auch gleich hoch und ich denke, da können wir auch Schluss machen. Da schmeiße ich nur noch in die Forge. Ich nehme noch ein bisschen Erde mit, dann könnte ich, gerne. Dann könnte ich nämlich auch einen Garten anlegen. Aber dafür brauche ich natürlich auch Erde. Ach, warte mal, Jana. Bevor du dich bewegst. Habe ich noch einen Slot frei? Hinter dir oder neben dir? Dankeschön, aber okay, jetzt habe ich noch einen einzigen Slot für Erde frei. Ach, Entschuldigung. kannst du mir was anderes mitgeben, was du ablegen wolltest? Ich gehe hoch. Nee, ist egal. Ich gehe das alles gleich abwerfen. Ich nehme nur noch ein bisschen Erde mit und dann habe ich, glaube ich, auch alles. Home sweet home. Heute machen sie sich sehr über mich lustig. Das ist echt. Wieso? Die, ist, nicht die ist doch schon wieder nicht gestorben. Und ich sterbe wenigstens einmal am pro Stream. Das finde ich doch aber fair, du bist oder? Nicht dumm. Was? Ja, irgendjemand muss. Wir hatten das vorher ausgelost. Also, wir hatten gesagt, das wirkt einfach besser, wenn ich nicht sterbe. Und deswegen hat Rudi gesagt, er opfert sich und macht das. Und der ist ja eh so ein bisschen mehr auf Action aus. Da passiert ja. Das schon mal. Ja, ist echt gut gelaufen, muss ich sagen. Na ja. So. Ich würde ja schon mal Samen craften, damit ich gleich einen Garten machen kann, aber ich habe keinen Slot frei. Ich kann nichts tun. Dass ich immer den Köder für die Wolfshorden spielen muss, das finde ich natürlich gar nicht witzig. Das war Zufall. So ein Pech aber auch. Ja, ja. Entschuldigung. kannst du ja nichts für. Das ist... Na, ich hatte den Wolf noch gehört von, aber bis ich rausgefunden habe, wo ja, die ja, du sind, wusstest ja nicht, dass es drei waren. Alle drei gefunden. Ich habe ja gesagt, nee, das ist nicht einer, das sind zwei. Zwei habe ich auch platt gemacht, ja, da kam der dritte. Wollen wir denn unsere leicht runtergerockte Ruinenfestung, Festungsruine, denn eigentlich, hier müsste man auch mal ein bisschen ausbessern, damit hier keine Zombies hochhopsen. Wollen wir die eigentlich reparieren oder nehmen wir einfach eine neue von den vielen, die hier rumstehen? Ja, ich meine, also reparieren, wenn wir richtig Material haben, da können wir doch wieder voll einen von Leder ziehen. Eigentlich schon. Also, wenn man da schon ein bisschen da was vorbereitet. Da wird da das richtige Schick ist. Die Treppe ist noch gut. Ich würde erstmal oben mit dem Dach anfangen, zumal wir das dann ja auch zu einem Dachgarten umfunktionieren wollen. Mhm. Noch sieht es... nicht sehr gut aus. Beziehungsweise hier ist eine Treppe weggehauen worden. Ich habe jede Menge Dosenfutter mitgebracht. Das kann ja, man stapeln. Das ist. Das sind, halt die, das sind halt die Airdrops. Ja, die Aloe Veras, die behalte ich mal, die will ich anbauen. Das scheint mir eine gute Idee. So, was ist hier noch zum Essen? Ihre Flaschen kann hier rein. Okay. Jetzt ein kleines bisschen Geld. Noch eine Taschenlampe. Davon haben wir jetzt wirklich reichlich, das muss man mal so sagen. Ja gut. Also sobald ich eine Werkbank habe, kriegen wir auch Licht auf den Kopf. Und du hast ja, wie gesagt... Oh, hier habe ich... ja? Ich habe irgendwie 150, also 150 Kartoffeln insgesamt oder so geerntet. Gar nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Weil ich hatte erst den Punkt reingesteckt. Dann brauchen wir noch Mais. Dann brauchen wir noch Mais. Blaubeeren hast du ja. Habe ich schon ein Feld gesehen. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Ach Mensch, wenn du in der Wüste warst, hast du zufällig ein bisschen Aloe mitgebracht? Das? Ein kleines bisschen, aber nur 10 Stück. Weil den Rest habe ich... Egal, aber dass wir auf jeden Fall ein Aloe-Feld haben. Denn das wird überlebenswichtig, speziell für mich. Ja. Lass das war nicht. Eigentlich der Plan, ja. Ich mache gleich mal Aloe-Samen, damit ich es nicht vergesse. Eins, ja, es sind leider nur zwei, aber... So, dann habe ich noch ein bisschen Raw Iron, das kommt hier noch rein. Und wir können einen Anvil machen. Ich mache den mal, oder?
Ach nein, ich kann noch gar kein Anvil machen. Guck mal du, ob du kannst. Mit Sicherheit kann ich, aber... Du hast doch ein bisschen mehr... Ob ich einen machen will, weiß ich nicht. Know-how. Ich würde ja lieber erstmal gerne ein bisschen Forged Iron machen. Ja, ich würde den Anvil schon machen, weil dann müssen wir nicht mehr gucken, wie viel drin ist. Und dann ist auch noch was übrig. Und wir haben jetzt wieder jede Menge Raw Iron reingetan. Also eigentlich sollte das ja reichen. Ich habe beides gemacht. Recipes. Blueberry Seed 5. So. Und du hattest gesagt, wir hätten eine Wrench und ein Clawhammer. Der Clawhammer wird wahrscheinlich hier im Gewusel sein. Ja! Perfekt! Genau. Alles gut. Die Werkbank betrachte sie schon mal als gemacht. Benutzt du denn jetzt eine Shotgun oder eine Hunting Rifle? Ich habe beides. Ich habe eine mäßige Shotgun, die mir aber schon ziemlich auf das Leben gerettet hat. Was ich danach bräuchte, wäre dringend mal ein Repair-Kit. Also, weil ich habe jetzt... Wo kommen wir nach hier oben? Ich habe eine Hunting Rifle und eine Shotgun. Das ist mir zu viel zum Mittragen. Dann würde ich die 7,62er Munition jetzt hier in die Kiste tun. Kannst du dir die noch mitnehmen? Das sind nochmal 21. Gerne. Ich werde dann da dann auch wohl meine Hunting Rifle hinlegen. Denn da hast du völlig recht. Hunting Rifles haben wir tatsächlich genug. Naja, genauso wie Kartoffeln. Das Munitionsproblem wird bestehen bleiben und sich wahrscheinlich noch verstärken. Ja. Naja, und wir haben jetzt vor allem ja nur... wir haben ja noch gar nicht alle Gerätschaften, geschweige denn genug Punkte, dass wir mal irgendwas machen könnten. Ja, wie gesagt, ich wäre jetzt soweit und... Die Nailgun auch hier. Theoretisch könnte ich... Auch nicht. Ich könnte auch Fahrräder bauen. Ich kann Fahrräder bauen. Warum nicht? Au, bau doch mal Fahrräder. Jetzt wäre ich fast runtergestürzt, weil da lag. Ja, eins nach dem anderen. Wo mache ich denn den Garten hin? Natürlich. Jetzt habe ich für den nächsten Stream so viele Projekte, aber ich würde sagen, jetzt hören wir auf. Also wir haben genug Eisen, ich habe genug Forged Iron auf der Tasche und ich kann noch keine... Hier, das Dach ist ganz schön zerfasert, hier ist wenig Platz, da muss ich, also bevor ich ein Feld anlegen kann, muss ich glaube ich nochmal... Also hier, was wir haben ein bisschen das Dach reparieren. 1000 Cobblestone Rocks, 12 Flatstone Blocks, ich würde das erstmal mit Flagstone aufbauen, das Dach, dass du genug Platz hast. Beziehungsweise. Ja, ich hatte schon überlegt, ob ich ein Stockwerk tiefer, weil ja kein Dach da ist, aber das will wohl überlegt sein. Also da werde ich. Ja, oder das hier komplett weit rausziehen. Das wäre auch cool. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie lange das stabil bleibt. Aber das würde das auch mal aufs nächste Mal verschieben und. Also ihr seht, Ideen haben wir genug. Also das ist nicht das Problem. Ja, ja. Die werden wir auch alle umsetzen. Bestimmt ist noch genug Zeit. So. Ich bin jetzt direkt in der Lage. Oh, Lost Blue Jazz, vielen Dank für deinen Follow. Das habe ich voll übersehen. Oh. Packesel-Diplom für Liane. Ihr habt ja ganz lustige Sachen geschrieben. Retro-Freak zählt zusammen. Ja, da waren noch 20 in der Kiste oder 30 oder so. Sieh schon kommen, wenn man sich für eine Wohnung bewirbt, muss man seinen Streaming-Kanal angeben. Oh, weh. Ein Glück haben wir schon eine Wohnung. Damit hätten wir schon verloren. Das Sommerhaus der CT-Zockstars. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank habe ich eine Wohnung und die kann mir auch keiner mehr nehmen. Du. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist doch ganz gut soweit. Genau, dann jetzt ist gleich der Tag rum, es ist gleich 22 Uhr. Das ist eine gute Zeit, um aufzuhören. Ich glaube, wir haben gut was erreicht. Wir haben leider immer noch keine Werkbank, aber wir haben die Horde überstanden und können jetzt mal uns darauf konzentrieren, beim nächsten Mal ein bisschen voranzumachen und eine Werkbank. Zwei Minuten im nächsten Stream und wir haben eine Werkbank. Also, okay, cool. Sehr schön. Okay, cool, ne? Sehr schön. Und danach kommt alles Weitere. Fahrräder sind auch. Dann würde ich sagen... Entschuldigung. Ja, das machen wir alles nächstes Mal. Ich würde sagen, wir machen es jetzt spannend, erzählen euch nicht alles, was wir machen, sondern zeigen euch das nächstes Mal. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei.
Nächste Woche spielen wir Donnerstag We Need to Go Deeper. Für eine Ankündigung, um wie viel Uhr und ob wir im Studio oder zu Hause streamen, guckt einfach nochmal in die Ereignisse oder schaut einfach mal, abonniert unseren Channel und macht, lasst ein Follow da, damit ihr die Benachrichtigungen kriegt. In der Zwischenzeit ist, wir haben mehrere Streams, ich muss jetzt alles, mich an alles erinnern. Am Montag gibt es 2 Streams. Christoph spielt für uns Age of Wonders Planetfall. Das ist am Montag tatsächlich ganz brandneu. Das spielt er um 18 Uhr für euch an. Und um 21 Uhr geht es dann wie gewohnt mit Julius weiter. Also wir haben volles Programm nächste Woche. Und Donnerstag sind wir dann wieder dran mit We Need to Go Deeper. Bis dahin habt noch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.